gerade auf Stream starten, deswegen. Ich wundere mich, warum geht denn hier nichts los? Völlig verblödet. Und nochmal, hallo YouTube und Twitch. Ich habe vergessen, was ich vorher gesagt habe. Achso, das Hamsterrohr heute. Fresh. Was, das Hamsterrohr? Junge, du Sau. Früher in meiner Jugendzeit eine Flasche Pflaumen. Ein Glas Pflaumen. Ach, nicht dieser Stuhl schon wieder. Wie kann man bei Stühlen einstellen, dass sie nicht kippen? Ich bin dreckig. Oh Mann. Irgendwas kann man da doch drehen oder betätigen. Oh ja, ich hab's. Geil. Oh, endlich macht es Spaß hier zu sein. Ich hab den Stuhl verriegelt. Junge, was ist denn geil? Ich hoffe, du wirst vergessen. Das ist ein Boogie. So. Füße in der... Ich verstehe schon. Junge, sind einfach zu viel. Ach, lange nicht genug. So. Mahlzeit, zam. Junge, Freddinger, was geht ab? Der Mann hat sich extrem aufgeregt über deine nicht Pfand beinhalteten Pfandwaren. Ich hab gelacht. Kannst dich direkt beschweren beim Schmähen. Das echte. Junge, soll ich Schotzen zu mir nehmen? Verantwortungsvoller Genuss? Ich mache jetzt erstmal mein Frühstück. Ich weiß, der Bann. Verantwortungsvoller Genuss? Bannvoller Genuss. Mahlzeit zusammen. Ja, ich zupfe an meinem T-Shirt, wie oft noch. Weil ich einfach einen unförmigen Körper bekommen habe. Ich schicke ihn dir zu, guter Mann. Aber ich feiere es einfach, das zur Zeit zu tragen, weil es passt so gut. Und stolzer macht mich die Sache. Tatsache, dass ich das vor der ganzen Sache schon getragen habe. Ich bin viel dicker. Ja, es gibt dicke Menschen, die sehen gut aus, und es gibt dicke Menschen, die sehen nicht so gut aus. Und ich bin zweiteres, das ist das Problem. Und dann kommen die Komplexe. Und dann kommt wieder aufhören, nach Komplimenten zu fischen. Im Netz. Ich schwitze schon wieder, das ist unfassbar hier. Das Fenster ist den ganzen Tag offen. Es dürfte eigentlich gar nicht warm sein. Ich weiß auch nicht, was es ist. Vielleicht der Entzug. Der kalte Entzug. Junge, was? Ich bin heute in echt guter Laune, muss ich sagen. Ich auch. Nicht so wie letztens, wo ich noch irgendwie Kreislaufstörungen hatte. Was? Ich glaube, das liegt daran, wenn ich nicht mit dem Auto hier bin, dann ist mein Körper viel angenehmer drauf. Weil er weiß, er muss sich nicht zurückhalten. Grüße, Chaot. Mein Körper. Mein Körper. Schenk ruhig ein, Brat. Ach so, nicht legen übrigens. Hier wird nichts gelegt. Schickt mir Eddings. Oder Eddinge. Ah, bist du wirklich der Beste. Ich versuche es. Ich glaube, ich habe das Gewinde ausgenischelt, weil ich versucht habe, das krampfhaft zuzudrehen. Oh nee. Ist schon ein Messer da? Ehrlich gesagt nein, ich habe die alle verkauft. Schon wieder eine Hausdurchsuchung. Nee, wirklich. Super, mach mal. Grüße, Grimjoe. Blue, Blau, nee, wie Azurblau. Zerstörer war es. Azurblau, Arschficker. Ich habe schon ein 2OZ zum 87. Mal. Es gibt nie genug. Ich krieg diesen Scheiß wirklich nicht auf. Ich brauch was Trockenes. Das hat nichts mit Gewalt zu tun, das geht um den Verstand. Dann, der mir massiv fehlt offensichtlich. Ja, das. Vielleicht schaffen wir es zu zweit. Was ist denn das? Oh nein! Grüße, Mastpilot, Big Flo, kenne ich auch. Monaco Nils kenne ich. Der überragende Intellekt. Junge! So kann man es auch machen. Bitte nicht legen. Ja, es reicht, wenn wir uns legen. Herzlich willkommen alle miteinander. Ich muss hier noch, ich mache gerade noch mein Frühstück und muss die ganze Zeit noch hier die Pakete räumen. Also deswegen habt ihr jetzt auch einen viel, viel hübscheren und viel, viel sympathischeren Mann erstmal vor der Kamera sitzen als und viel mächtiger. Oh, Junge, genau das. Sepp Meier, Tampon, Lollipop und 97er. Ich danke euch vielmals für die Subs. Kampf! Übrigens, Abos nur noch 4 Euro. Schlag zu. Ja, nur 3,99 ist das, jetzt. Ist das wirklich wahr? Ja. Bekommt man das wegen weniger, oder? Das habe ich mich auch gewundert, ob Twitch weniger einbehält oder ob man weniger bekommt. Das würde mich interessieren. Wie kommt ihr drauf? Warum machen die das?
Das kam jetzt vor ein paar Tagen Deutsch, auch für Deutschland jetzt hier. Aber warum? Ich weiß es nicht, was dahinter steckt. Das ist interessant. Das ist die Nase 2 cm geschrumpft scheinbar. Ja, am Handy, Handy würde ich sowieso sowas nie machen. Das ist katastrophal. Also wir haben Handys, Abos kauft oder Bits. Ich weiß kein Wort für diesen Mensch. Kein... Grüße Kuhflick. Das ist ja der Rote. Ich habe noch nie den Roten Federweiser getrunken. Den haben wir auch schon getrunken. Ich weiß nur, ja, wir haben den Federoter. Wir hatten Beta und das ist der Federoter. Na, das ist der Rot, das ist der normale Federweiser, aber in Rot. Und der andere heißt ja Federoter. Das ist nur eine andere Firma. Das ist. Jetzt fängt schon an, hier kompliziert zu werden. Kampf im System. Kauf immer am Handy am Tablet, Alter. Sanfschuh. Oh, dieses Blau immer auf dem Blackscreen. Auf dem Dark-Modus. Cooles T-Shirt von Umbrella Academy. Nicht Academy Corporation. Hinten ist noch geiler. Bam, ich bin's. Der Virologe. Didi kennt Prosten im Chat. Prosten. Sieht das nach einem geilen Frühstück aus? Es sieht aus, als wäre es für eine Werbung, die gleich gefilmt wird. Wunderbar. Ist da irgendwie Folie noch drüber gezogen? Ja, ich bin stolz, das ist cool. Junge. Der Dark Modus hat es echt verlassen. Mann, oh, Junge, der Hype Train. Der Hype Train im Chat. Bitte im Video. Och, Mann. Junge, sogar Freininger hat gesuppt. Junge, der echte? Ja. Alter. Hat wahrscheinlich eine Lohnerhöhung. Ja, ich würde gerade sagen. Junge, 12 Monate, PF 44. Ehre. Jetzt hat er auch den Darm. Hast du eigentlich geguckt? Ne, ja, das habe ich bei dir sogar entdeckt. Dass man neue Abo hier ja. Abzeichen machen kann. Das wird wieder eine Arbeit. Harte Arbeit! Harte Arbeit! Schweißtreibende Arbeit ist das. Die Dinger, so, ne. Es muss ja irgendwo, müssen ja auch die YouTuber und Streamer irgendwo schwitzen. Ja. Um es fair zu halten. Bitte fordere Max auf, das Paket zu öffnen, das seit 6 Monaten bei ihm liegt. Seit 6 Monaten, das kann ich sagen. Ich habe das vor 2 Monaten auf null alles mal gebracht. Kurz. Ach, guck mal, was ich gefunden habe, hier steht wirklich doch bitte im Stream. Ist das das mit dem Druckerpapier? Was? Was soll ich das wissen? Ich hoffe nicht. Es klingt sehr unattraktiv. Ich würde gerne mal nippen. Gönn dir doch, Mensch. Ich ja, der Manieren. Ja, hört auf. Auf den Chat wenigstens. Wir haben Donnerstagmittag, also Feierabend. Mein Name ist Gregor Geizhals. Der Schweiß fließt da wirklich, Alter. Alter, schmeckt das geil. Ja, beste Bra. Aber ich meine wirklich, wir haben nur diesen normalen Federweiser, den weißen, durchsichtigen getrunken. Und ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Max Fuß. Steht hier seit mindestens 8 Monaten. Anfang Februar kamen die Fanpost, danach monatlich 3 Mahnungen und der meint sie ja meist August? Ja. Ach so, nee, das muss noch warten bis zum Winter. Junge, Fredinger hat ein Sub verschenkt. Alter, der Mann hat einer gehackt. Das kann ja nicht sein. Oder der will irgendwas. Was brauchst denn du, Alter? Sag doch mal, was du brauchst. Es gibt keine Stühle mehr. Jetzt guck dir das an. Wegen dem Salz sitze ich hier. Mann, der Mann gibt dir ein Leben. Schickt mehr Subs, Junge, schon 69%. Was steht hier? Liebe Grüße aus Essen, bitte grüßt die beiden Ehrenmänner Herrlich und Baumeister Timo. Max Drecksberg, Gamelweg 187, Alter. Soll bestimmt Gammelweg steht heißen. Nichts vom Video öffnen, sehr gut. Sub doch klar rein. Der Seib zwingt somit Leute in seiner Schuld zu stellen. Schafft man das? Was? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja. Ach, der Fredinger hat seine Steuern bekommen. Junge! Echt jetzt? Ja. Wir müssen ja nicht die 60 Euro direkt wieder verbraten. Mensch. Hä, echt? Der Mann hat das schon schön zurückbekommen. Da bin ich ehrlich gesagt schon mal neidisch. Ja, deutsche Steuern oder schweizerische? Alter, weiß. Junge, Level 3. Prost, Melkfett. Junge, ist das so ein Loch im Becher, oder? Ich hab gedacht, du hast mir nichts eingeschenkt.
Alter, weiß, wie ein Darm will den Sub. Zeit, ich denke wirklich ernsthaft. Die nächsten Monate behält Twitch zum Ausgleich nichts ein. Oh. Statement zu den Props von Inscope, Monte und Sascha. Ich liebe euch zwei geile Böcke. Monte Love, Monte Love. Alle drei würde ich auf Montes winziger Couch gerne mal oral verwöhnen. Was sind Props? Na, die haben auf irgendwas reagiert und das gut gefunden und mich gegrüßt. So mehr oder weniger. Echt? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht, aber mir wird das fünfmal erzählt. Krank. Schick mal. Vielleicht stimmt das gar nicht, die haben mich im Grund und Boden beleidigt. Ja, Ansagen gemacht. Aber das mit der Couch, das steht nach wie vor. Sepp, danke für die 11 Diamant und Alois Brechwurz, alter Ehrenmann. Danke für das Huhn. Brechwurz. Junge, Seibtür bitte auf hier als Subs rauszuwerfen. Es gibt wirklich Menschen, die haben das verdient und dann gibt es nochmal mich. Lieber mal selber tanken. Und nicht immer den Mann ausnehmen. Ja, pst. Kein Beef im Stream. Niemals. Der Mann haut dir Subs und wird noch beleidigen. Nein, das war doch gut gemeint. Mir ist so schlecht schon wieder, Alter. Mein Magen, der wird sich niemals erholen. Niemals! Aber ich muss sagen, Federweise bleibt einfach was Köstliches. Ich hätte die Flasche gar nicht erst rüberholen sollen. Ah, Junge. Na, es schmeckt halt nicht so weinmäßig. Es ist 10 oder so. Und je nach, je länger das steht, je länger es geht, ja, ich zupfe da unter meinem T-Shirt, weil ich so unförmig bin. Der gärt halt und je länger der steht. Das hat wirklich 10,5%. Ja, das variiert halt. Stellst du es dann bitte auf den schwarzen Tisch? Das wenn ich nachgeschenkt habe. Soll ich gleich die Flasche? Buddel voll rum. Gönn dir das Bums. Ich will doch wenigstens erstmal frühstücken, Alter. Kann man Federweise per Amazon schicken? Man kann nicht liegend. Das hat die ganze Parkstation mit versifft sein. Bitte mein Frühstück auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Frühstück. Genau das, was der selbst schreibt. Jetzt komme ich wieder nicht hinterher. Hä, was hat er gefragt? Warum die Zahlen jetzt? Ich hab gesagt, bitte bewerten mal das Essen. Ich war beschäftigt mit Wegräumen. Hast du nicht alle? Schon mal Gronk gesoffen? Grog schmeckt ganz okay. Auf dem Weihnachtsmarkt. -12. Ultralot, krank schreiben, bricht dir einfach ein Bein und dann ist die Zeit. Junge. Lukas, ja. Ich gebe das jetzt nicht frei, aber das ist korrekt. Das ist korrekt. Jetzt wollte ich irgendwas sagen, das habe ich vergessen. Heute schon groß gemacht. Na, halb groß eher. Sorry wegen COD letztens. Ach. Grüße Maisy. Oder Maze. Fasst euch an. Nicht live. Ich lese immer irgendwas im Chat, dann bin ich abgelenkt, dann ist es nicht mehr zu lesen, dann weiß ich nicht mehr, was es war. Es ist wirklich schlimm. Also viele Zuschauer zu haben, hat irgendwie keinen Vorteil. Wo ist denn der Gerichtsvollzieher? Ich habe den Glück, das müssen wir mal vorbereiten. Ach so, das war ernst gemeint. Hier, Herr August, ich muss wirklich unbedingt Pakete auspacken. Die Leute warten drauf. Also, das wäre jetzt unfair, wenn ich dich vorziehe. Ich meine, dein Paket, das steht ja erst seit ein paar Tagen hier, weil das sind andere Leute, die wirklich schon lange drauf warten. Deswegen. Sonst kommen nur noch D-Abos. Junge, das. Dann kannst du nur noch die Hälfte davon leisten. Lass dir die Referenzenkartoffeln vom Monat in Königsberger Klopse schmecken. Sind das echt Klopse? Ja. Alter. Sägemehl. Gestreckt. Erzähl mal einen Witz. Ich könnte jetzt was sagen, aber dann. Ja. Alles, was mir einfällt, habe ich erstmal einen Monat Urlaub. Naja. Das ist ein, was Jugend weiß. Die Zeiten sind irgendwie, ich kann noch aus der Hauptschulzeit irgendwas erzählen, aber das ist ja alles noch schlimmer. Das versteht ja keiner. Aus der Hauptschulzeit. Ich war leider etwas denkfaul früher. Mir fällt wirklich kein einziger Witz ein, den man auf Twitch erzählen kann, das ist ganz schlimm. Das ist das Nächste.
Was? Das 8-8er ist wieder zurückgeschickt worden in die Schweiz, anscheinend wegen den Versandbedingungen. Was? Alter. Da würde ich mich aber gleich mal reklamieren. LX, oh ja. Alter, wie sie, das ist ja krank. Also, da fehlen mir wirklich die Worte, das ist ja. Macht das bitte irgendwie geltend, das ist eine Sauerei. Ronkel, Wonkel, IDA. Ronkel, Wonkel. Was schnitzt du wie Sau? Das ja, und wir haben noch nicht mal genippt. Ja, was denn? Mal schauen, ob mein Paket dabei ist. Ist ziemlich schwer. Bitte keine Mauerreste oder sowas. Oder Burg. Was war das letztens hier, dieser Burg-Dinger hier? Dieses runde Gestein. Was? Ein Rad? War das ein Reifen? Nein, ich so dieses gesteinerne Ding. Oh Junge! Oha! Alter! Das ist mal eine Ansage. Ja. Aber im einfach zwei Hartz-IV, Alter. In Proportion zu den geschenkten Subs passt es irgendwie noch nicht so gut. Alter, Junge! Mensch! Also, na, ich bin halt sehr gierig. Seit es gibt zu viel Federweise, wie du bist. Na. Ich verstehe, es wäre so geil, wenn die Federweise per Amazon schicken würden und dann oben steht, nicht legen und dann wird es so in der Packstation reingelegt. Junge, der erfolgreiche Hype-Train. Lukas, also wenn, dann ist es andersrum. Aber ich habe dieses Jahr das Olympia nicht verfolgt. Ich war zu beschäftigt, meinen Gaul zu schlagen. Kappe! Junge, einfach mal wieder voll abgesahnt. Voll abgesahnt. Viel Vergnügen mit den Hunde-Emotes. Alter, was soll denn das? Alter, was ist das für Emotes? Junge! Junge, ich scheiß mir ein. Baut mal bitte Mist. Wann machen wir das nicht? Laufen deine Bildschirme auf 44 Hertz? Der und der. Die anderen auf 60. Ah. Weil irgendwie so tut mir das manchmal weh, deinen Chat zu lesen, weil ich irgendwie nur schlechtere Dinger gewohnt bin. Es muss mehr Chat gelesen werden. Ja. Ja, Max, du Schmutz, den ich hineinschaufel, macht mich extrem geil. Mein Wanz tut weh. Fredinger, das war doch nur ein Witz. Ich weiß doch, ich gönne es dir von Herzen. Auf dich, mein beleibter Freund. Gönnst du ihm auch den A6? 4-2 TFSI, ja. Alles gut, Mann. Ich hoffe, du prügelst mich windelweich. Danke für den 17. Monat. Fucked by a goat. Danke für den 9. Monat. Mann. Scheiße. Right, Kilb und Basti, ich danke ebenfalls vielmals. Ach stimmt, das waren 144 Hertz, nicht 44. Das stimmt, ja. Tut mir leid, ich bin nicht in dem Ding drin. Alter. Ich habe übrigens rausgefunden, dass ich bei meinem iPhone die Videoqualität höher stellen kann. Auf 4K. 60 FPS. Stabil. Das habe ich jetzt nach 2 Jahren, nachdem ich das Handy habe, rausgefunden. So wie sie, es geht leider jetzt nicht in die Schweiz. Zuerst hat der Kong abgesagt, weil in ein paar Tagen, also Anfang nächste Woche, werden die Klamotten geliefert. Also die... Der Drop, der muss ja auch mal dringend stattfinden, das ist ja euch allen klar. Die werden Anfang nächste Woche geliefert und da muss der Mann natürlich zu Hause sein. Das hat er gar nicht beachtet. Da ist schon der erste weggefallen, dann ist noch die Natalie weggefallen. Und dann war ich am Ende mit dem Sergeant mehr oder weniger alleine. Und die Kosten sind einfach utopisch. Wir sind einfach viel zu spät jetzt dran gewesen. Und das hätte sich nur gelohnt, wenn man wenigstens so zu fünft wäre oder so. Deswegen gucken wir jetzt mal, wie wir das langfristig buchen. Wahrscheinlich November. Hoffen wir mal, dass da die Maßnahmen so sind, dass man noch hinreisen kann. Das ärgert mich sehr, aber naja. Ärgert mich. Aber ich werde auf jeden Fall nächste Woche trotzdem irgendwas unternehmen, auch wenn es alleine ist. Mal gucken, wo die Flixbusse günstig hinfahren oder so. Ich kann dich mit nach Ulm nehmen. Nee, in die Richtung nicht. Ich dachte jetzt eher sowas, wenn Flixbus wieder günstig ist für 29 Euro nach Paris oder sowas. Einfach mal 2 Nächte oder so. Ist ja. Mir egal. Hauptsache, ich kann mal irgendwas streamen oder sowas machen. Lass dir aber keine Selfie-Sticks andrehen. Von Ektopanzer? Naja, ich weiß Bescheid. Ich war einmal dort, Junge. Naja. Aber Eiffelturm ist ein Besuch wert. Miles, das gibt erstmal einen massiven Timeout. So, je. Ist Samstag, Trödelmarkt? Es kommt nicht jeden Tag ein Auspackvideo. Auf keinen Fall.
keinen Fall. Ich würde mir echt gern einmal geben. Wenn das Seibt schon mal hier ist, Seibt, hättest du grundsätzlich Bock, mal einen Trödelmarkt zu machen, wenn mal meine Verwandtschaft keine Zeit hat? Das ist ein richtiger Marktschreier. Geht dieses Jahr wieder zur Ostsee mit dem Mädenvieh? Ja, in 2 Wochen. Danke gleichfalls. Hi, delicious. Biete dem Gast doch Essen an. Ich esse schon. Der Mann ist nur an flüssiger Nahrung interessiert. Glaube ich. Also. Ich habe heute gut gefrühstückt. Ein Toast. Ja, klar. Das ist gar nicht mal so dumm. Ist diesen Samstag schon einer? Ja, diesen Samstag hat meine Oma Geburtstag. Also das ist halt. Ja, abends. Nee, leider nicht abends. Die Frau wird falls 80. Ach so, die ist nicht mehr da drin. So mit Wodka E und so. Aber eigentlich könnte man trotzdem drüber reden. Ja, wäre halt cool. Ich würde es mir dann schon mal gern geben. Ich will endlich meine Rutschmatten und alles. Die Gebühr, die du zahlen müssen. Ich muss mal kurz ein bisschen denken. Freitag hat man sich ja eigentlich irgendwie. Hättest du denn theoretisch diesen Samstag Bock gehabt? Also endlich war es wichtig, dass wir halt ein relativ großes Auto haben, wo eine Menge Kisten reinpassen. Der Rest ist eigentlich egal. Ich verstehe die Frage nicht. Wir haben dann zwar diese Tische und den ganzen Mist, nee, aber... Und 250 Klappkisten? Denkt man ein bisschen. So früh am Morgen, denkt Attila, man. Du miese Drecksau, Alter, reg dich. Ich brauche die gute Frau. Brauchen sie alle noch. Nur wegen ihrem Pfand. Junge, Alter, die Zeiten sind vorbei. Ich weiß gar nicht mehr, wie es wieder ist. Diesen ist schlecht, na, ein Glück, sehr gut, sehr gut. Dann habe ich eine sinnvolle Ausrede. Oh, nee. Dann organisiere ich halt was, noch so im Halbsuff morgens. Ah, nee, das muss man schon eigentlich ordentlich planen, das ist der nächste. Der 28. Ui, Sergeant, Ehre. 2 Jahre. 21. 21. und 28. sind eigentlich auch nicht schlecht. Also ich denke mal, ein Trödelmarkt wird im August auf jeden Fall noch stattfinden. Ich muss morgen mal mit dem Vieh. Ich muss dem Mann mal ein bisschen viel Bier mitgeben und dann wird das schon irgendwie in die Welle kommen. Kommende Woche gerne, das klingt eigentlich gut. Oh, ich komme mit dem Sprinter, das klingt sehr gut. Ich wäre gerne einmal dabei gewesen. Meister August, du kannst mir leider nicht mit einem großen Auto zur Verfügung stehen, deswegen. Nee, kommende Woche, Seibt, das müssen wir ins Auge fassen. Besucht ihr dann auch die ehrenwerte Störtebeker Brauerei? Das haben wir jetzt für Oktober angesetzt, dass wir mal das dort besuchen, aber die Ostsee geht jetzt, ja, da machen wir sowas nicht. Da wird Fahrrad gefahren und Fisch gegessen, Wein getrunken oder Mutti. Fahrräder gegessen, Fisch gefahren. Was? Vielen Dank, Michael. The Core. Cool gehen wir's, ja, aber mein Hacker ist momentan eher im Urlaub, deswegen geht's ein bisschen bergab. Ah, hier, der Big Flo hat die Zeiten, wo du vorkommst, rausgeschrieben. Alter, Big Flo, danke für die 100 Diamanten. Wollen wir uns jetzt wirklich angucken, wie diese miesen Arschgesichter mit dem Schwanz blasen? Das was war denn das gerade? Das Flackern? Alter! War das nicht wegen... Nee, war das ein Insekt oder war das... Ich weiß es nicht. Ich dachte, es gehört zur Show. Nee. Aber es kam irgendwie vom weißen Licht. Vom weißen, dann ist irgendwie ein Vieh da drin gerade verschmort. Alter! RIP! Ja, das sind alles Insekten, die da drin jämmerlich verendet sind. Ja, das kenne ich so von diesen dicken Leuchten. Wenn wir dabei sind. Es gibt ja kaum was Blöderes als Insekten. Saugt mir Lampen. Kann man das filmen? Nee, bitte nicht. Das grenzt in die Peter, wird mich richten. Vorsicht, dass man keine Nippel sieht. Ich habe aber keine Nippel am Band. Prost auf den Chat, die anwesend sind. Kann man sagen, ein Elotrix geht hier mit raus. Warum das denn? An Herrn Nase. Bitte nicht den guten Baden-Württemberger beleidigen. Junge, der Mann hat mich heftig beschimpft. Wo? In so einer miesen Reaktion. Junge, mir entgeht sowas immer. Das ist wirklich nicht gut. Es gibt zu viele Menschen, die man gucken kann. Kannst du das bitte mal eingeben? Ich muss dringend diese Mahlzeit vertilgen. Wir kommen hier nie voran, das ist peinlich. Wir können in die Live gehen, ich esse einfach Mikrowellennahrung. Ich mache mich zum Gespött der Leute. Ich glaube, ich habe was Schlimmeres gemacht. Seichte Unterhaltung zum Mittag. Oh,
Wann trinkst du mal den München, Peter? Das wird echt mal Zeit. Ab nach München. Oh, 1-Scope. 1-Scope, Alter! Ah, hier, warte, und das war 3,38. Warte. Was? Das ist ja wieder ein Mist. Junge, danke, Hoffi, für deinen Sub. Hä, wieso gehen die Cam nicht? Ach, wir fehlen. Junge, wie hell. Ich muss jetzt hier vorne. Hoffi, Alter, ich kitzel eine Glatze, die miese Schwein. So. Das ist ja gar nicht von deinem Stream, das ist von Winscope. Jetzt sehe ich es erst. Der Chat? Nein, also, dieses Sub, das ist ja gar nicht von dir, das Sub. Ach so, der Sub, oder? Ja. Ich dachte, das wäre von dir, dein Alert. Es ist einfach schon wieder zu früh am Morgen. Das macht Sinn. Leute, wir Pflaumen, es geht. Wir grüßen für mich gemeinsam zu einer. Von mir? Nein, den seht ihr gar nicht richtig, wartet. Kollege von mir, immer mit einem guten Style unterwegs, bester Mann, ja? Du bist brutaler Typ, ey. Dann hat man hier verschiedene Möglichkeiten. Ja, also guck mal, wenn man zum Beispiel Gäste hat, die können dann hier sitzen. Dann kann man noch ein paar Mädels einladen. 3,38. Hier auch alles mit Ambientlicht. Habe immer Raum, hab ein bisschen Bewegung. KFA singt schon, ja, muss wieder anfangen ins Fitness zu gehen. Viel zu lange Pause jetzt gemacht. Ja, also, was kann man noch erzählen? Warte, ich muss kurz durchatmen. Wir haben hier einen Kollegen von mir. Nein, den seht ihr gar nicht richtig, wartet. Kollege von mir, immer mit einem guten Style unterwegs. Bester Mann, ja? Du bist brutaler Typ, ey. Dann hat man hier. Das ist das falsche Video. Ihre neue Zentrale. Inscope geteilte Treue heißt der Kanal. Die neue Zentrale? Hä? Gibt's denn noch eins, was so heißt? Die nennen das da alles gleich. Bums. Hier, das hier. Ah. Relax-Kanal. Ja, das ist. Geist leer. Das heißt, ach so, ja. Was ist Seitan? Im Grunde genommen ist Tofu nur geiler. Andere Leute spielen Pokémon Go. Wir spielen andere Leute spielen Pokémon Go und wir spielen mit was anderes. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Videos vom Ordnerson sind ultra lustig und da kann ich nur hier wirklich. Aber nicht nur er. Ich verstehe es auch. Das tut weh, Alter. Das tut wirklich weh. Oh ja. Oh, nee. Ich jedem empfehle, die anzugucken. Na gut. Aber natürlich nicht, um die Rentner zu fangen, sondern wir stellen ihnen halt bloß Fragen. Ist das ja like a skirt? Das ja. Was halten Sie von dem Wetter heute? Ist doch wunderschön. Ja, Pokémon, wir sind keine Pokémon. Sie sind keine Pokémon? Keine. Was machen Sie denn bei dem schönen Wetter? Was machen Sie? Leute anquatschen. Wirklich? Ja, das ist. Ah, das ist Inkognito Spastico oder was? Ja, die sind halt weird, die Jungs. Labern halt Rennen an, ist halt asozial, aber Digga, es ist halt schon auch lustig, Digga. Diese scheiß like skill! Junge, Alter. Ein guter Mann, wo kommt man hier zum Bahnhof? Ja. Danke. Der Autismus schiebt aber ganz anders. Unnötiger Müll! Halt's mal. Für nicht mal 900 hat man. Junge, das ist ein unfassbarer Mumpitz, Alter, das macht mich wirklich wütend. Denkst du, wir schaffen das, die anderen Videos auch noch aufzurufen? Und auszupacken? Ja, Junge, das. Reaktion aufschiebt, aber ganz anders. Das ist schon Hugo wieder. Die Bielefelder Luft, die wurde gesoffen. Mit Handwerkern. Das habe ich leider nicht aufgezeichnet. Da kann man mal einen nehmen zum Anstoßen, aber. Also meins ist es jetzt nicht. 30% so zum Booting, das ist ein, schon nicht mehr das so. Das oberste, ja, das habe ich glaube ich gesehen letztens. Das wird mies geclaimed, die Aufzeichnung. Natürlich gucke ich die Monte-Videos. Die Aufzeichnung wird massiv geclaimed, oder? Klar. Ich hab's. Was war das? Das muss viel mehr geclaimed werden. Gleiche ja. Video. Was ist Seitan? Die reagieren alle auf das Video. Rentner-Go. Verdammte Scheiße, Digga. Aber natürlich nicht, um die Rentner zu. Also ganz ehrlich,
fangen, sondern wir stellen ihnen halt bloß Fragen. Entschuldigen Sie, was halten Sie von dem Wetter heute? Ist doch wunderschön. Ja, ne? Pokémon, wir sind keine Pokémon. Sie sind keine Pokémon? Nee. Was machen Sie denn bei dem schönen Wetter? Was machen Sie? Leute anquatschen. Wirklich? Ja, das ist... Ja. Ja, das waren ein paar Pachtexemplare. Ein guter Mann. Da muss Adlersson aber auch, glaube ich, schon sehr aufpassen, was er da macht und was er da nicht macht. Ne? Nun, das bin ich nicht. als ob dieser Mann meine Stimme nicht kennt. Ja, aber echt. Ich trinke schon genug, keine Sorge. Klinge ich denn wirklich so wie der Schänder, Alter? Du bist viel höher. Du bist eher Sopran. Das macht mich wirklich fertig. Und er ist so ein Tenor. Kommt man hier zum Bahnhof? Ah. Ja. Danke. Der Autismus schiebt aber ganz anders. Was für nicht mal 900 hat man denn? Wir sollten möglichst wenig davon agieren, dass die Striking-Match schon den Arsch weg. Ja. Das letzte wäre von unsympathisch gewesen. Ja, noch ein drittes Mal zu hören, dass ich der Schänder bin, das macht mich noch nicht wütend. Es ist wirklich warm hier drin. Das ist, ey, Junge, ich schwitze. Das ist einfach nur. Sachsen klingen alle gleich, echt, Junge. Das ist. Das finde ich nicht, außer selbst. Ja, na, scheinbar ja schon. Gehen davon aus, der hat sächsischen Dialekt, quatscht irgendwelche Leute an. Das bin ich halt. Also. Dann klingen auch alle, die Hochdeutsch reden, gleich. Das stimmt. Ja. Was? Alles gut? Ja, es ist warm. Ich bin ein Hybrid. Ein reiner Zufall, bitte keine Politik im Chat, danke. Du klingst nicht wie der Schänder, das stimmt. Alter, Meister August, vielen Dank für die netten Worte. Alter, Junge. Diese Beschreibung. Ja, das... Ja, ich bin Mastiger geworden. Schuld ist der halbjährliche Lockdown gewesen. Immer der Lockdown ist schuld. Ja. Ich habe im Lockdown 6 Kilo abgenommen. Alter. Ich habe 10 zugenommen. In reiner Zufall, bitte. Du müsstest wirklich mal hier massive Distanz. Ja, November bis März war doch hier das Gym wieder zu. Das meine ich, die Zeit. Das hat mich so abgefuckt. Das ist keine Ausrede. Ich ziehe durch, ich gucke meine Stories. Ihr müsst mir einfach folgen auf Instagram, dann werden die Stories automatisch vorgeschlagen. Dann seht ihr jeden Tag, wie ich trainieren gehe. Fast jeden Tag? Fast jeden Tag. Ja. Aber seit ich Vater geworden bin, da geht es ja nur noch zweimal die Woche. Junge. Alter. Alter, das ist mir zwar egal. Wirklich. Das war keine Eigenwerbung, das war eine Randnotiz. Fast jeden siebten Tag das. Wegen Merkel! Sorry. Das S-Virus. Ja. Nein, ist er nicht. Kolja. Mr. Charo, echt? Krass. Das empfinde ich gar nicht so. Also... Überrascht mich. Für mich klinge ich vollkommen anders als der Enrico. Der Core-Gamer hat nichts auszusagen. Ich bin im Urlaub. Junge. Ja, ich bin im Babybauch noch nicht losgeworden. Das stimmt. Na gut, kannst du bitte noch das letzte Video recherchieren? Das wird sich unbedingt gewünscht. Ja, und dann bitte auspacken. Ja, auf jeden Fall. Und mir kribbelt es in den Fingern. Mir kribbelt es in der Spitze vom Puller. Ach, Alter. Das könnten Ameisen sein. Ich gehe wirklich gerne ins Gym. Ich habe nichts dagegen, 4-5 Mal zu gehen in der Woche. Aber wenn man nicht gehen kann, ich bin kein Mensch, der zu Hause lang macht oder joggt. Joggen. Also wenn du joggst, dann heiße ich Mann. Das ist mein Wort. Warum muss das grau auf schwarz sein? Insko braucht dringend Hilfe. Gute Besserung. Brauche auch dringend Hilfe. Die steht dort. Na toll, da gibt's zwei. Na gut, Sergeant, das ist eine miese, magere Erklärung, aber danke. Wird das Kind doch zum Alkoholismus erzogen, Junge? Ich distanziere mich.
Der Mann hat keinen Sohn, das ist eine Lüge. Der Mann hat zwei Hunde. Ach Junge, 4-3. Ich habe noch etwas Essig, in der Tat. Stimmt, ich muss was mitnehmen. Hm. Ich habe, oh, das ist wieder das Gleiche. Natürlich ist immer das Gleiche. Meine Scheitern im Grunde sowas wie Tofu, du Geiler. Andere Leute spielen Pokémon Go, wir spielen Rentner Go. Aber natürlich nicht, um die Rentner zu fangen, sondern wir stellen ihnen halt bloß Fragen. Entschuldigen Sie, was halten Sie von dem Wetter heute? Ist doch wunderschön. Ja, ne? Pokémon, wir sind keine Pokémon. Sie sind keine Pokémon? Nee. Was machen Sie denn bei dem schönen Wetter? Was machen Andere Leute anquatschen. Wirklich? Ja, das ist... Ja. Ja, das waren ein paar Prachtexemplare. Ein guter Mann, wo kommt man hier zum Bahnhof? Hä? Ja. Danke. Der Autismus schiebt aber ganz anders. Was für nicht mal 900 hat man so. Aber wenigstens ist er so ehrlich und vermutet erst gar nicht, wer da jetzt spricht. Ja, das. Hat er überhaupt irgendwas dazu gesagt? Nein. Was soll denn das? Ich versteh's auch nicht. Und der Mann hat doch kein Wort gesagt. In der Grundschule einen Breakdance-Kurs gemacht? Ja, welchen Mehrwert bietet es denn jetzt, das anzuschauen, wie der Mann sich diesen Mist anschaut? Das macht mich betroffen. Das freut mich trotzdem sehr. Ey, Grüße gehen raus. Wenn es wenigstens ein paar Klicks bringen würde. Die Facecam ist einfach ein Bild, genau das. Ein Bild? Er sagt einfach nichts. Ach so, ja. Er hat davor was gesagt. Jetzt, ich gehe jetzt, das ist mir zu dumm. Tschüss. Du hast den Feierabend verdient. Ja, danke. Dann mache ich jetzt hier weiter. Ja. So. Auf keinen Fall. Ich kann nicht, ich muss, wo ist dein Glas überhaupt? Ach so, bekomme ich den Rest? Mit den Flocken drin. Du mieses Stück Scheiße, selbst die ganze Bille. Ich habe nicht mal ein Glas. Wir wollen noch zu der Verlosung kommen. Junge. Mit dem AstraZeneca, ich habe jetzt eine Partnerschaft. Geil, ich dachte, das sind Zündkerzen. 5 Glückliche von euch können heute hier was gewinnen. Zur Eigenanwendung. Und, Junge. Der letzte Platz bekommt nur eine und die zweite muss sich irgendwo anders holen. Ach, Junge. Alter Falter. Krank, Alter. Nee, das sind ziemlich. Ja, ich möchte so den Rest. Ja, ich würde gerne den Rest trinken. Mit den Flocken. Naja, ja. Die ballern extra. Man muss auch einfach mal sagen, ich bin halt 30 Kilo mehr als du, da kann man schon mal mehr zulangen. Deine Leber wiegt mehr als ich. Ja, scheinbar. Nein, der Drop. Was mich fertig, Jungi. Der Drip. So. Ich sehe, packen heute noch was aus? Bitte. Ich möchte irgendwas Cooles mit nach Hause nehmen. Ich sehe jetzt schon wieder kommen, dass da irgendwelche Burggräben oder sowas drin sind. Ich möchte irgendwas Cooles mit nach Hause nehmen. Wir sind 12-Jähriger so in der Oma besucht. Aua! Das ist. Ja, weil immer wenn ich da die Videos gucke mit anderen Leuten, dann sind immer so krasse Dinger dabei. Ja, heute wird. Du kannst 12 sind im Chat machen, das Video. Wenn da auch nur irgendwo ein Buch drin ist, gehe ich sofort nach Hause. Alter, sehe ich genauso. Ich möchte. Ich darf ja nicht mal. Ich will aufs Display auch mal gucken dürfen. Was? Na, in den Videos, die Leute kriegen immer die Kamera und müssen aufs Display gucken. Ich will auch aufs Display gucken. Das Display. Bei den Videos. Weil du sagst immer, guck aufs Display. Was habe ich immer gesagt, guck aufs Display? Was? Ja, wenn die Leute filmen sollen und du packst aus. Ach so! Ja. Ach so, Junge, das ist mir zu hoch, Alter. Ich habe gerade das gefrühstückt. Ich bin gerade beim Mittagessen. Jesus Christ, wie? Und wieder mal muss ich erwähnen, trinkt mit Verantwortung. Der Mann ist schon total betrunken. So muss das sein. Es ist gleich um 3. Dann kommt ja die erste Fahrstunde, Tierblume, ich bin ein absoluter Versager. Niemals. Tierblume. Bitte keine toten Ratten im Chat.
Oh, es geht schon los. Salina de Viculus. Das ist eigentlich was Cooles für dich, oder? Das heißt, wenn mein Italienisch nicht gebrochen ist, beschränkt das Halteverbot. Zeigt permanent Vado. Ja, ist nur oh, da die Unterscheidung. Oh, hier ist auch noch. Ach da, ja. Schickt mir italienische Verkehrsschilder. Nein! Sind die da aus Plastik? Als ob man bei Amazon italienische Verkehrsschilder kaufen kann. Warum? Nee, jetzt mal im Ernst, das ist doch nicht das. Ich hoffe, das triggert. Das triggert mich, ja. Das macht mich schon wieder wütend. Das erste Paket macht mich wieder richtig sauer. Ja, wenn ich das sehe. Max, kurz Real Talk. Gibt es einen Grund, dass du wieder mehr säufst als vor einiger Zeit? Ich hatte das Gefühl, dass du den Konsum zeitlang mehr im Griff hattest. Ich will ja jetzt wirklich nichts sagen, aber das ist mein zweiter Becher, während dieser Mann jetzt schon seinen vierten oder so drin hat. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich das Gefühl, ich trinke momentan zweimal die Woche. Also ich habe es jetzt exzessiver mal ausgeführt, das ist keine Frage. Zu gründen ist... Aber leider kann ich ehrlich gesagt gar nicht stolz auf eine Zeit zurückschauen, wo ich mal weniger getrunken habe. Das ist halt auch nichts, das ist einfach ein bisschen Saft. Das ist halt das soziale Umfeld. Wenn man vor 15 Uhr schon die erste Flasche Federweiser drin hat und dann kriegt man mal gesagt, das ist nur Saft, so, wisst ihr, was ich meine? Und vor allem, egal mit wem ich mich treffe, es wird immer was getrunken. Ob es mit dem Onkel ist, ob es mit dem eigenen Vater ist, dann wird auch Gin und Bier getrunken. Mit ihm wird getrunken. Es wird immer getrunken. Zu jedem Anlass im Prinzip. Das ist halt... Wir sind halt vornehm. Das sind die Manieren. Ich versuche gerade mal wenigstens ein bisschen zu demonstrieren, dass es mir bewusst ist, dass hier zu viel gesoffen wird. Und du... Es ist immer wieder ein Highlight. Highlight. Gesoffen wird ja sowieso nicht, es wird getrunken. Doch, du säufst in den letzten Monaten ja deutlich mehr. Danke für das Kompliment. Das ist halt. Ich hab's halt nie leicht. Wir sind die ganzen Briefe. Ja, ich verstehe schon. Naja, was ist das schon wieder? Ein Gruß von René. Ich hoffe, diesmal kommt das passende Kostüm für das Mädchen an und wird genutzt. Es grüßt Ilse Koch von Ilse Koch. Ach, Junge. Ja, stimmt. Na, ich vermute, was falsch ist. Davon muss ich mich jetzt echt distanzieren. Also, das ist bestimmt eine Robe. Ja, das ist das von letztens in Weiß und das kann man auf jeden Fall nicht anziehen. Ach so. Ja. Au. Na gut. Kann man wenigstens mal was zeigen davon? Nee. Ihr seid doch wahnsinnig. Bitte keine Andeutungen, danke. Na, Hamburg war ziemlich geil. Die Frage habe ich vor einer halben Stunde irgendwo gelesen. Jetzt wollte ich sie beantworten. Hamburg ist eigentlich immer geil, wenn nicht die Umstände wären. Neue Rittersfolge. Ja, die wird auf jeden Fall geguckt. Rittersfolge, ich freue mich. Ihr seid alle nicht ganz dicht, Alter. Naja, Syria, na, was du gerade schreibst, ja, genau das war nämlich exakt dasselbe, was wir letztens bekommen haben, nur in Weiß. Junge. Ich guck mal, ob man das umschneiden kann. Mann, Alter! Das will ich nicht aufmachen. Ich vermute Böses. Mieses Schwein. Bitte nicht nach Hause gehen. Nein! Das ist was anderes. Ist es italienisch wenigstens? Nee, es ist englisch. Okay, das akzeptiere ich. Was ist denn das? Set Premium with 5 Practice Tests. Ach, SAT, ist es nicht ihr Satellit irgendwas? Das ist, glaube ich, eine Online... Das ist ein Sprachenkurs. Nee, Mathe-Kacke. Mathe ist das Scheiß. Junge, Programmiersprache oder so bestimmt. A physics professor presented a scatter plot above to his first year students. Mehr große Bücher für Maximilian Bibliotheksberg. Leider gab es nur eines davon, von Nino. Diesen Nino, Mann, den werde ich Plus. Ich werde ein Kopfgeld auf Nino aussetzen, in Höhe von 600 Pfund. Oder 9 Bücher. Rochus Paulus, genau das. Genau das. Oh, ein Gliedmaßgerät.
20 cm, Junge, da kann ich mein Glieder dreimal messen. Wie viel machst du? Ein Gruß von Jean. Claude Van Damme? Nee, irgendwas anderes. Alter, was? Wenn das wirklich der erste echte Name ist, Alter. Stabile 20 cm für deinen Arnus von Max Sanalberg. Jean-Paul Gaultier, genau das. Gaultier! Ja, guter Mann. Schönen guten Gaultier. Was war denn das? Das Tischtennisbälle. Hört man das? Meister August, ja. King Sloth und Markus Götzl, danke für die Subs. Kanonenkugeln. Und alter Ruiner Wongeling für 666 Diamanten, Alter. Bitte den Satan nicht in den Stream bringen, Alter. Und das ist der Konsit. Alter, Ruiner Wongeling für 100 Diamanten. Der Pharao soll endlich mal was essen. Die Mast muss fortgeführt werden. Nein. Gerade andersrum. Wenigstens ein Würstchen. Nein, ich bin seit heute vegetarisch. Vegan kann ich nicht sagen wegen dem Federreise. Was? Sergeant, ich will verschenken gar. verschenken gar nicht mehr, Alter. Wie verschenken Sub. Junge, Alter. Gott segne dich, Bre. Der Mann hat übrigens heute sein 2-Jahres-Jubiläum gehabt. Der Sergeant. Hier vorhin? Ja. Da musste mich boxen, damit ich das nicht überlese, Mensch. Wirklich 2 Jahre, du Hund, Alter. Alter. Das ist krank. Alter. Vor allem Tier 3, Junge. Der ist nicht ganz dicht. Junge, der Mann hat doch heimlich Reserven. Bestimmt unter der Mütze. Sergeant, ich muss wirklich mal salutieren an dieser Stelle. Ja! Ist fairerweise nicht vegan? Das ist eine gute Frage. Na, ich lese halt immer, ich lese halt nur Feder und dann denke ich direkt... Sie bitte das Kellnermesser? Das Kellnermesser? Ja. Das ist einfach Korkenzieher und Flaschenöffner gleichzeitig. Du warst niemals auf der Hauptschule, das war Gymnasiumbrat. Das war Gymnasiumbrater. Gymnasium. Der Unge war aus dem Gymnasium. Sorry, das war schlecht. Dein Lieblingsgericht ist Nasi-Goreng. Mein Lieblingsgericht ist Ja, wisst schon. Alter. Junge, Eier! Schickt mir Eier! Alter! Plastikeier! Die kann man alle mit Vaseline einstreichen und gucken, wie viel du reinkriegst. Und dann... Ja, ja! Die kann man alle legen, die Eier! Junge, ist das geil! Nicht legen! Na... Ach so! Ja, heute ist das Motto nicht legen. An alle Hühner. Metal Herr Huhnberg, an dein kleines Geschenk. Grüße gehen raus an Ole M. Schlingis Schlöfke von Matti. Ich will die alle hier verteilen jetzt. Nee, bitte nicht. Möchtest du die haben? Nein, ich habe keine Vaseline. Ich habe Fistingel im Haus. Weiß nicht, da kann bestimmt irgendjemand... Meister August kann bestimmt eine Kette draus machen. Oder ein Kranz. Big Flo, deine 100 Bits wurden nicht überlesen, die wurden verleibt und ignoriert, weil ich abgehoben das Stück Dreck bin. Kappa! Wann gibt's einen eigenen Eistee? Adlerstee. Willst du einen Eistee haben? Nee. Ein Adlerstee? Wenn Adlers harren. Was denn? Nichts. Boah, Junge, das muchtet ja wirklich bestialisch. Ich wollte nur gucken, wie ich unterm T-Shirt rieche. Wie teuer will die unbedingt haben? Du kannst die gerne einfach so haben, geliebter Onkel. Junge, Kieskau ist heute auf Amoklauf. Bitte keine Amoklauf im Shit. Ein Eiermal. Bitte keine Eiermal im Shit. Bitte keine benadelten Eier. Das. Oh Mann, seit langer Zeit der Fanpost, ich bin gespannt. Eiermal, das ist ja lange nicht. Eierkopf ist ein schönes Wort. Eierkopf? So einen richtigen Eierkopf mal zu verprügeln, das wäre eine ganz schlechte Idee. Bis der Dotter rauskommt. Ja, ja. Hirnschmalz! Mein Hirnsaft wird eines Tages auf dem Asphalt verteilt sein. Das Hirnwasser muss abgefüllt werden. Ich schenke mir noch ein Glas ein, wenn es dich nicht stört. Du bist ein Mann, der sich unter Kontrolle hat im Rausch. Das, außer in der Straßenbahn damals. Alter. Ich zitiere mal nichts. Nein, das war alles Distanz. Das war geisteskrank, Alter. Da wurde mir irgendwas ins Getränk gemischt. Ja, allerdings. Irgendwas Alkoholfreies. Junge! Oh, Junge!
das voll? Na, leer ist es nie, aber es stinkt bisher. Ja, das, dann wäre es ja keine Fanpost. Junge, die sind ja voll. 1.1.22. Oh, schnell bevor der Schändler kommt. Oh, warte, das vorsichtig, das da unten. Ich weiß nicht, ob guck man mal, das guck mal, guck mal. Zeigen darf. Alter, das sind Notreserven von früher. Oh, ii. Hier würde ich aufpassen, ich weiß nicht, ob das legitim ist. Okay, gut. So, das ist offen. Wo sind die alle so? Junge. Alter. Junge, Tanzverbot. 22 Monate auch schon. Alter. Gibt's die schon so lang? 22 Monate? Irgendwann muss ich dringend mal seinen Löller blasen. Alter. Vielen Mastern, wie die Tonge. Die waren irgendwie mal in der Sonne oder so, habe ich das Gefühl. Aber die schmecken bestimmt noch. Ich werde eine Kostprobe mitgehen lassen. Ist das für ihn? Das ist originalverschweißt, oder? Ist das für ihn? Ja, natürlich ist das für ihn. Ich frage ja nur. Ich bin in dem Gebiet nicht so erfahren. Alter, Tansi, das könnte von dir sein, Junge. Ich blicke direkt in die Mumu. Der Mann wohnt ja eigentlich um die Ecke und kommt nie hierher. Das sagt vieles aus. Das sind mal zwei AA-Batterien. Hier liegen Batterien, aber das sind glaube ich keine. Der Mann braucht AA. Hier ist eine. Aber ist sie voll? Ja. Und wenn die Batterie nicht hochspringt, ist sie voll. Wirklich? Ja, das habe ich mal irgendwo gelesen. Alter. Können wir das auch bitte nicht live dann testen? Ich werde das jetzt testen. Das wirst du mich nicht abhalten. Du kannst dir gerne ein bisschen Kekse nehmen, aber die sind scheinbar geschmolzen worden schon mal. Ja, deswegen. Die lagen mal in der Sonne, wie es aussieht. Gut, dass ich auf Diät bin. In AA Plus. Ich glaube, ich muss nochmal scheißen. Oh, bitte nicht. Stinkt es gar nicht. 7 Euro Porto. Ist es von dir? Live testen, Alter. Dann bau irgendwo welche aus. Ja, ich guck gerade, wo. Auf irgendwelchen Kameras. Ja, das sind alles AA. Ach so. So. Hab ich dir schon gemobst letztens? Fuck. Schickt mir AAA. Ja, ich will das. Ich weiß auch nicht. Komm, wie ist ein Büromanager? Ich weiß es nicht. Das muss ein Mann fragen. Der Manager muss brennen! Junge, der hört ja alles. Ja, Big Flo vor zwei Jahren. Das kann doch nicht wahr sein! Vielleicht taucht noch irgendwas auf. Nee. Sit. Unendlicher Hass. Junge. Hast du dein Auto hier geparkt? Ja. Ach stimmt, die Wohnung liegt da direkt neben der Garage. Ja, ich habe keine AA-Batterien im Haus. Verdammt. Ich werde mich mit dieser Melkmaschine auf jeden Fall noch vergnügen. Die war wirklich original verpackt. Na, wieso nicht? Ich meine, du schiebst ihn einfach rein. Machst nichts. Ja, dann wirst du gemolken. Das ist einfach der Traum. Oder nicht? Ich meine, bestimmt vieler Männer. Ja, aller Männer. Big Flo, ja, war ziemlich lässig. Das Hygienesiegel, das ist ja unverpackt. Alter, das ist ein Massagestab für den Rücken. Ja. Das Kampfgewicht, oh, 110 glaube ich. Ich muss wieder auf 100 runter. Dringend. Alter, weiß August, ich verbiete mir sowas. Junge, ist das Ding wild. Sowas kann man noch nicht gebraucht versenden. Na doch, das kann man. Äh, 1,88 glaube ich. Alter, ist das wild. Oh, Junge.
Felixi. Oh, das ist mein verspannte Brust, das hilft wirklich. Naja, für den Gluteus. Oh. Und für das Trapez. Alter. Deswegen sind Frauen immer so entspannt. Ja. Oh. Kannst du das mal ans Mikrofon halten? Und alle Menschen verstören. Oh, warte, ich muss locker lassen. Es ist wirklich schön. Ich verstehe gar nicht, warum ein Muskelentspannungsgerät so verpackt wird. Ja, so schreien Menschen auf so verpacken. Junge, meine ganzen Rückenmuskulaturen entspannen sich wie noch nie. Nimm die Batterien da. Ich glaube nicht, dass die AA haben. Das ist Akku. Ach so, auch noch. Das ist eigentlich ein ziemlich hochwertiges Gerät. Ich wüsste jemanden, dem du es andrehen könntest. Andrehen? Ja. Wie kannst du das mit andrehen? Oder anvibrieren. Die vom Selbst, die Fette? Oder? Nein, Junge. Was denn? Bitte auf OF testen. Der Chaot, Junge! Nein! Auf Only! Henry! Oh. Da lacht er dann so gut. Scheiß mir ein! Die ist wirklich sehr dick! Ich, ach, Mann. Dann kann er nichts dafür. Ich meine doch nicht ihn! Der ist ja Chaot schon in der Mitte. Onlyfans Chaot. Junge, Marco Pinnelberger, danke für den Tipp. Supra Leber. Welche Leber? Ich habe gerade was gelesen. Die Shisha, die wird zeitnah erledigt gegeben. Grüße gehen aus, Little Dragon, vielen Anus. Alter, Freilinger ist immer noch da. Nee, wirklich, jetzt, das kommt sehr zeitnah. Sorry, dass ich nicht zu kam. Ich war dazu beschäftigt zu kommen. Was geht bei euch demnächst, fragt Hans Wut. Na komm rum. Wir sind noch eine Stunde live. Junge. Ende nächster Woche suche ich auch nach irgendwas, nach Erlebnissen. Die Schweiz ist jetzt, wir wollten eigentlich in die Schweiz, das ist aber ausgefallen, weil das halt einfach zu teuer und zu kurzfristig war. Mal gucken, was geht bei dir? Bock nach Griechenland zu fliegen? Mykonos. Ja, zum Beispiel. Ich würde gerne mal bei Nusret in den Puff. Easy Game, dankeschön. Oh. Was ist das Barbecue? Soßen. Barbecue, das ist Berlin. 030 Barbecue, das ist das Wiesoßen? Oh, Senf? Junge, gelber Senf. Senf? Das ist Hippie Barbecue Company. Ach, amerikanischer, au. Oh. Es ist keine Werbung, auch wenn es vielleicht so aussieht. Ich habe keinen Kontakt mit denjenigen, die mir das geschickt haben. Das ist gelber Senf. Gelb. Aber wie soll denn der Senf sonst sein? Frag mich sowas nicht. Nicht alle. Fucking Ketchup, was ist denn das, Alter? Okay. Das hat den Sinn schon mal erfüllt. Das hat mich schlichten Geist zum Lachen gebracht. Kannst du mich damit einkrähen? Wann probierst du den Tabak von Banger? Big Flo, ich war beim mageren Barkeeper vor ein paar Tagen und da habe ich den zu mir genommen. Und der war schmackhaft, aber jetzt nicht überragend. Chipotle. Geil. Luki übrigens einfach ein halbes Jahr. Gigant F, dir auch für den zweiten Resub. Wir brauchen noch eine Eistee-Großhändler, auf keinen Fall. Und Sepp, danke für die 30 Diamanten. Junge, ein Mini-Humpen. Oh, nee. Ein großer, der stimmt, hier. Erinnere mich dann dran wegen dem Mars, was haben wir das? Ja, das wäre. Dann muss ich Faxe nicht mehr aus der Dose trinken. Schick mir Marskrüge. Küsse an Peter München, der glaube ich auch anwesend war. Küsse an Peter München. Nüsse! Das ist mein anständiger Krug. Manfred Krug. Was hast du für einen Schlüsselbund? Oh, die sind sogar auf YouTube tätig. Ich glaube, die Echsen die ganze Zeit nur Soßen. Das wäre geil. Alter, das andere Level. Attention. Hast du zu viel Bedarf an Tassen? Ich habe Tassen probiert. Mein Haushalt ist völlig überladen. Ich bin froh, wenn ich alles verschenken kann irgendwie.
Hey, du lachst jetzt. Ja, ich verstehe. Ich versuch's dir abzunehmen. Du versuchst abzunehmen? Bist du so nett und nimmst mir das hier ab? Ist da was drauf? Ja, ein paar Worte. Mahlzeitgeselle, erstmal Grüße. Junge, Olivenöl, ja endlich, dankeschön. Oh, geil. Das sieht aus wie Motoröl. Dose. Es wird eh im Ilsebach landen. Es ist nicht verstopft genug. Ursprünglich wollten wir Ihnen Unrat senden, haben uns aber im Zuge eines raffinierten Plans zur Steigerung des Profits und zur Erleuchtung der Menschheit dazu entschieden, Ihnen ein wohlstrukturiertes, gut schmeckendes Paket der Freude zu senden. Wir wünschen Ihnen delikate Stunden und verweisen für Rezeptideen auf unsere ebenso erquickenden kleinen Kanal 030 Barbecue aus der Mutterstadt. Mutterstadt. Beste Grüße. Wir sehen uns am Grill. Bobby und sein Team. Butterscotch. Ah, Junge. 20% Colby Coffee Likör. Oh. Ja, Butterscotch, das habe ich davon habe ich schon mal gehört. Aber Kaffee Likör, Alter. Was hat das für Schübe? 20. Aber es hat wenigstens so einen Plop. Bacon Jam. Das sieht natürlich wieder geil aus. Junge, das ist von Frederik selbst. Das ist Speck hier. Ja, Speck, Marmelade. Ja. Bacon. Wie heißt denn das? Denkst du, das schmeckt? Ich weiß es nicht. Schwierig. Stokes Garlic Mayonnaise. Das ist im Prinzip so eine Art Aioli. Das ist auch nicht schlecht. Muss man das nicht gekühlt lagern? Nee. Theorie, ich glaube, nee, nach dem Öffnen. Ja. Nee, vielen Dank für die erquickenden Speisen. Kannst du bitte den Kanal mal aufrufen, während ich die immer zwei Shot lese? Ich rufe den Kanal auf. Junge, ist ein sehr guter Mitarbeiter. Ich bekomme auch zu wenig entgegen. Wie willst du noch saugen? Wo ist denn hier dein Chrome oder was du benutzt? Warte, ich mach's selber. Nichts drücken. Ich hab gedrückt. Oh, nee. Jetzt hat irgendwie irgendwas mit... Butterscotch hieß doch irgendwie der Enkel von BoJack Horseman oder so. Echt? Ja. Irgendwie kann ich mich erinnern. Jetzt weiß ich, wo ich den Namen schon mal gehört habe. Junge, so ein mächtiges Glas. Yeah, Meister. Wollt ihr das jetzt echt verköstigen? Ja, mein Schlügel nur. Na gut, ich hatte heute noch nur Eiskaffee. Es ist 15:20 Uhr. Nicht, dass wir noch einschlafen. Oh. 030 Baby Q. Nein, ja. Ich hab's. Und 43.000. Ist ein sehr, sehr sympathisch wirkender Mann. Auf jeden Fall. Ich glaube, der kann einem mit einer Hand viele Knochen brechen. Hey, das ist das Einzige, was zählt. Schichtfleisch. Berliner Buletten. Ja. Nehmen wir das hier, das ist interessant. The Sub. Heute bleibt der Grill aus, heute wird gesoffen, also hoffentlich. Meine Frau hat mir ein Riesengeschenk gemacht und zwar hat sie mir den Krups The Sub besorgt. Den wollte ich schon vor. Wir sehen, wie man trinkt. Ach, das ist ein Zapfding. Ja, wir warten. Deswegen hat mich das so angelockt, das Video. 30 Minuten später, da kann man nichts sagen. Und ich glaube, ich werde das jetzt mal probieren. Also so kann man es machen. Es ist ein bisschen viel Schaum, das vielleicht muss ich größere Gläser nehmen. In mal gucken. Aber so bin also ich. Der Mann erinnert mich sehr stark an den Kong. Ja. Fehlt noch eine Mütze. Der trinkt wie ich. Also ist sehr sympathisch auf jeden Fall. Ja. Sehr sympathisch. Ja, ist ein schönes, prickelndes Heineken. Super kalt, auf 2 Grad funktioniert. Stimmt, der klingt ja echt wie Tanzverbot. Mach mal die Augen zu. Also da kann ich jetzt eigentlich nicht meckern. Alter! Junge, aber Alter! Was überhaupt nicht geht, ist diese ewig lange Nachladezeit. Ne? Ich kann hier nicht immer eine halbe Stunde warten. Da sind nur 2 Liter drin, also 8 Bier. Also wenn Tanzverbot zu 10 Jahre älter wäre und langsam spricht. 1:1, Alter. Mal in, naja, 15 Minuten getrunken. Wenn René da ist, dann haben wir die in 6 Minuten. Ja, übel. Ja. 5 Grad aus dem Kühlschrank nehme und da einlade und das dauert jetzt wieder eine halbe Stunde, dann ist ein No-Go. Also, scheiß mir eine, das ist dann so. Man muss die Dinger auf jeden Fall auf 2 Grad vorkühlen. Macht jetzt nicht jeder Kühlschrank mit. Wir werden es gleich mal ausprobieren. Ja, wenn Tanzverbot ab jetzt jeden Tag 3 Bier trinkt, klingt dann in 5 Jahren exakt so, versprochen. Oder 2 Schachteln. Alter, ist das geil. Nee, der Mann ist, das gefällt mir. Das ist, bei einem das auch in den Zettel geschrieben, wir wollten ja eigentlich Müll senden oder so. Ja. Ehre, absolute Ehre. Ich kauft mir Soßen. Es ist halt in Berlin, ja.
Ja, die ist halt ein Berliner. Ja, alle Berliner klingen nicht gleich, aber. Ja. Ja, jetzt aber hier. Also ich habe ja bisher jetzt erst eine von den Banger Tabaks gekostet und der war für mich eine 6 von 10. Aber es schmecken ja auch nicht alle von Flair perfekt. Also kauft mir roten Ketchup. Ruiner bitte nicht in Caps, dann ist der Bot wütend. Soll ich das entbrechen? Ja. Schickt mir Erbrochenes. Nein, bitte nicht. Nicht schon wieder. Ich muss echt lernen, die Fresse zu halten. Ohne Witz. Das Display. Schickt mir Senf. Bist du zufällig an diesem Senf interessiert? Von mir aus. Ausgezeichnet. Ich habe nämlich noch Senf im Kühlschrank. Auch gelben? Was soll denn der sonst sein? Blau? Ja, auch mal was so mit. Ich habe mal Grünsenf gehabt hier von Pfeffi, der war sehr schmackhaft. Stimmt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dieses Pfefferminzige da. Ja, drin. Das war wirklich köstlich. Irrkopf, Junge. Schönen guten Arsch. Junge, der echte Irrkopf. Und da haben sich irgendwie alle hier versammelt. Ah, die ganzen Spanier. So. Die ganzen Arschköpfe. Soll ich oder willst du? Wir beide. Ich meine das aufmachen. Ach so, ich wollte nur die zwei Gläser einsammeln. Ehrlich gesagt. Ach, ich muss mal gucken, ob ich so gut kann. Warte. Für den Flug. Achso, übrigens, mir ist meine Kamera runtergefallen. Hört mal zu. Au. Aber sie geht noch. Kann jemand Kameras reparieren? Hey, Junge. Butterscotch. Von 030 Barbecue. Oh, ich will nichts verschütten. Ich hab was geschüttet. Grüße gehen übrigens raus in den Chat. Es riecht wie diese Schokopralinen mit Kaffee gefüllt. Der Fokus ist jetzt. Ich hab gesagt, du brauchst Breitbild. Moin, du Lelek. Ach, Junge, dieses Geräusch. Jedes Mal, wenn das Ding raus, dann krieg ich Probleme im Kopf, Alter. Jetzt schenk doch mal ein. Ich hab doch so einen zitternden. Na, so schlimm ist es jetzt nicht. Ich hasse Kaffee. Achso, du bist gar kein Kaffeemensch. Nee, bist du Kaffeemensch? Manchmal. Gekühlt bestimmt noch geiler. Was schmeckt nicht gekühlt? Ja, Suppe. Das trinkt man, glaube ich, nicht so gekühlt. Der schmeckt gut, ja doch. Der schmeckt echt nicht schlecht. Das ist halt nicht so. Hoch ist nicht mein Ding, aber das schmeckt gut. Sehr angenehm vor allem. Ja. Damit kann man sich auch besaufen. Ja, so immer mal. Immer mal zwischendrin, alle paar Minuten. Ich hab schon verstanden, ich packe ihn ein. Alter, ja, für Freitag, gut. Ja. Morgen ist ja schon Freitag. Nee, ich hab wirklich mehr als genug Schnaps im Haus. Ich bin froh, wenn jemand nur eine Flasche nimmt. Oh. Der Professor 2K19, es geht mir nicht um die Klicks. Ich möchte mein Ding durchziehen und das gehört definitiv nicht dazu. Wie das ein hungriger Hugo im Stream anzuschauen und dann eine Reaction bei YouTube hochzuladen. Oh, jetzt kocht es aber noch nach ein bisschen. Das muss ich kühlen. Der Farbunterschied. Oh, das war keine gute Idee, jetzt wird noch wärmer. Nur der Satz. Ich will das mal aus. Kann ich so lange was aufmachen? Ja, selbstverständlich. Oh, ist alles so groß. Ja, deswegen bleib ich, was ist immer heilig, aber mit dem Volk. Mahlzeit, Jungs. So, erzählt mal was Spannendes. Shiny Flakes. Spritze von Geld. Mehr Geld versucht. Ja, das stimmt. Keine Bits-Alerts. Irrkopf, in der Tat. Ich habe mich sehr daran gewöhnt, dass es so ist, wie es ist. Irgendwie gefällt es mir. Sepp Mayer hat übrigens gesagt, für die 31 Diamanten. Ich habe alle Videos von beiden Kanälen gesehen. Also wenn das wirklich wahr ist, dann absolutes Beileid an dieser Stelle. Big Flo, danke für 350 Diamanten. Alter, was ist denn hier los? Wollt ihr mich für die neue Folge eBay Kleinanzeigen noch erkenntlich zeigen? Es war das geilste mit dem AM-Unboxing, was ich seit langem auf YouTube sehen durfte. Bitte mehr davon, geliebter Bruder Monte AK.
Inshallah und Mashallah. Und vielen Dank für die netten Worte. So, wie Sie sagen, für 20 Diamanten, habt ihr die Shiny Flakes Duke auf Netflix schon gesehen? Empfehlung meinerseits. Shiny Flakes? Nein, das hab ich noch nie gesehen. Ich komme immer noch vom Bodensee. Ich wohne hier noch nicht. Cooler Stream gestern, Dankeschön. Du warst gestern live? Ja. Warum sagst du nie Bescheid? Ich hab gesagt. Die Bilder im Chat. Ich war da gar nicht da. Ja, aber die Bilder im Chat müssen doch alles sagen. Die Bilder im Chat? Im Gruppenchat meine ich. Wenn ich eben mit leuchtendem Hintergrund Corona in der Hand habe. Ja, das hat jetzt eigentlich nicht viel zu bedeuten bei dir. Das ist ein ganz normaler Mittwoch. Bergfest, ja. Aber jetzt mal ernsthaft, das hat doch nicht 10,5%. Es schmeckt halt wirklich nach gefühlt nichts, was das angeht. Big der Boy und Syrien, Rano, danke für die Subs, guten Saas. Zockst du eigentlich inzwischen auch Apex wieder Chaot? Ich versuch's, aber es ist nicht dasselbe. Es ist einfach nicht dasselbe wie Call of Affenarsch. Es ist nicht dasselbe. Schau den Shiny Flakes Trailer bitte. Kannst du die bitte einschicken? Das macht mich nervös, wenn das hier steht. Ja, ich verstehe. Shiny Flakes. Wie viel Zelt hast du heute eigentlich mitgebracht? Ja, 5 Pakete. Das ist okay. Diese Ablagerung. Ich habe jetzt ein paar Fragen leider nicht beantworten können, es tut mir leid. Einfach Kuchen, das war wie alles, ist wirklich mein. Ja. Magerer Mensch. Junge, hier steht ja wirklich der Typ, erinnert mich an eine Mischung aus Tomatolix und Kuchen TV. Genau das, was wir gerade gesagt haben, die Scheißmann. Keine Offensive. Naja, das kann man sich schon reinziehen. Ich denke, das werden wir auch machen. Junge, wir sind einfach klein. Aber nicht zu klein, oder? Naja, das reicht raus. Zu gut fürs Auge. Thomas de Maizière. Okay. Nee, danke für die Empfehlung, das wird sich mal reingezogen. Pack mal weiter aus. Ja, bitte, ich will was Spannendes entdecken. Ja. So wie die Ü-Eier früher. Das ist so schwer, ich muss mal von dem Sitz jetzt hier aufstehen. Über das Sägemesser. Junge, Denno, selbstverständlich. Ich hab den Mann ihn gemault und ist alles wieder beim Alten. Ja, Co-Gamers, aber davon halte ich erst was, wenn es wirklich passiert ist. Wenn der Zettel hier rausguckt. Nee, ihr Kopf ist auch. Sabrina, danke für die ganzen Diamanten und die Liebe. Stimmt, wir haben letztens, ich wurde letztens gebrochen, deswegen wurde auch nicht mehr gezockt an dem Abend. Weil die alle in Apex gegangen sind, das hat mich so wütend gemacht, da habe ich mir einfach in die Badewanne gelegt und meine Serie geschaut. Ich bitte um Verzeihung, wirklich. Da hatte jemand Angst, dass ein Zettel verloren geht. Du hast für jedes Auge einen Zettel. Was ist denn das? Es ist Verschwendung! Tee. Guten Morgen, Meister, ich wünsche dir viel Spaß beim Auspacken. Der Tee ist noch mindestens 2 Jahre alt, aber du findest das Gewürz für das Gewürz Verwendung. Diese Grammatik macht mich rasend. Im Namen der Teemann. Mit der Teemann, die Namen immer. Sind nur Anonymen. Ich komme aus Zweimarn. Sabrina ist ja sauer auf dich. Dann soll sie mich bitte verprügeln mit einem Dreschflegel. Ein feines Gewürz. Kann man das, soll ich das mal so im Auto auf dem Beifahrersitz so liegen lassen? Ja, das stinkt, Alter. Was ist das? Thymian oder Oregano? Ich glaube Oregano. Will ich nie aufmachen. Nee, es ist Tee. Das ist doch kein Tee! Das ist Tee! Aber, es riecht nach Tee. Aber es soll gewürzt sein. Ist das nicht Hunde teuer? Wenn das Tee ist? Das ist noch deine Miniwaage. Oh, das stinkt bestialisch, diese Mischung drin ist. Ja. Boah. Earl Grey. Also Tee riecht ja normalerweise geil, aber das. Loperamid. Was waren das für Tabletten? Junge, wie sie gleich alle darauf stürzen auf ein paar Tabletten. Na, Apotheken sind teuer. Doc Morris. Diese Mischung. Rasierapparello. Geil, Alter. Hier ist wirklich jede. Das ist so eine richtige Überraschungsbox. Vielen Trödelarsch. Noch mehr Pillen. Bitte keine Pillen im Chat. Tschechische.
Paracetamol schon früher. Henry! Ja. Mensch, das ist wirklich nicht gut. Das sind doch nur Schmerztabletten. Junge! Das hören doch Jugendliche und Kinder zu. Und wenn du sagst, das sind nur Schmerztabletten, dann. Du bist wirklich ein Vorbild für die Jugend. Du bist mit deinen 34 Jahren echt verantwortungsbelastet. Ich versuche nur, die Leute ins kalte Wasser zu werfen. Alter, Junge, mein Jugendschutzbeauftragter, der prügelt mich. Alter Falter. Diese Mengen. Ich glaube, der Tee soll nur zur Dämmung sein. Ja. Kohle. Shisha-Kohle wahrscheinlich. Koks. Bitte. Zu mir sagen keine Tabletten, aber du. Koks. Was hast du gegen Koks? Das ist was Feines, macht wach und munter. Und sehr schnell. Ja. Oh, Junge! Alter Junge, ist das geil! Boah! Damit kann man auf jeden Fall Gewürze hacken. Wo vielen Mastdarm! Junge, das spiegelt sehr stark. Junge, das Beil! Das Beil von Wandsbeck! Guck dich das an! Vielen Darm schickt mir Beile! Alter, ist das geil! Der Griff ist ja schön! Junge, das, ich werde mit mein eigenes Bein. Schleifscheiben. Bitte nicht die Banane. Alter. Das funktioniert! Es ist nicht aus Plastik. Geil. Aus der Armin Maiweiß Kollektion, das musste ich mir auch gerade denken. Jetzt kann auch, bitte. Die arme Banane. Die Affen drehen sich jetzt alle im Kreise. Dieses Allerlei hier drin, das ist wirklich, das wird wieder jahrelang dauern, hier durchzukommen. Handyhülle. Für iPhone 7 Plus. Pudding. Ist ein Pudding. Hier ist nochmal was Verpacktes. Ist ein Pudding. Eine Tasse. Hab ich was Wichtiges verpasst? Eine Lederhülle für iPhone. Weißt du, wie man damit umgeht? Oh, Junge, Shisha hat Selbstzünderkohle, das macht mich wütend. Selbstentzünder? Ja. Oh, Junge, bitte keine losen Schneider reinlegen, Alter. Das geht nicht. Oh, was ist denn das? Ein Gasanschluss. Alter, ich hol mal eine. Eine Gas. Achso. Robert Zobel, Robert Geißen, Nürnberger Weihnachtsmarkt, Christkindlmarkt. Junge. Da hat jemand auf seine 4 Euro Pfand verzichtet. Das heißt jetzt Wintermarkt. Es gibt ja auch Leute, die kein Weihnachten feiern. Entschuldige mich. Ja, das will ich auch. Junge, ein Kabel vom Gender. Oh, ist sogar ein Lightning-Kabel, das bügt sich mir so. Steckst dir einfach ein, halt dann los, ist mein Mund. Ich boxe deinen Mund zu Brei. Na komm, komm ran, ich bin hier und jetzt warte ich auf deine Faust. Henry, der Aparillo. Der Aparillo. Ich. Ja. Keine Angst, das muss dir nehmen. Ja, ich glaube dir. Würfel sind gefallen. Ihr Kopf. Ein für eine Kamera oder so. Dieser Tee? Paradiescreme? Nein! Paradiescreme! Oh, das ist der Adapter für England. Oder? Majoran und Bohnenkraut? Bohnenkraut. Diese ganzen Gewürze, das ist nicht teures Zeug, das wird ja einfach sinnlos vergeudet. Sojasauce. Verschlossen. Ich trinke nun so nein Soße. 2019 April. Junge. Vielen Mastern für das Bar. Deine Nase enttäuscht dich nie. Genau das. Schon wieder Tabletten. Schleimlösung. Mensch. Oh.
Warum wurde das denn so mit verpacktem Zeug eingewickelt? Der Mann, der versucht jetzt, dass die Sachen nicht kaputt gehen, du, wie beschafft sind dafür noch. Mein Schafott. Ja. Schick mir Huren. Kappe. Alter. Oh, was Rotes. Oh, Junge. Falls man keine Lust mehr hat. Also das Zimt. Das ist einfach, oh. Ein rotes Coca-Cola-Glas. Wer bietet mehr? Das ist ganz schick. Was ist denn das? Ein Kugeln, wie heißt das? Silikonentferner. Ja, stimmt, so ein. Schick mir Silikon. Für Fugen. Schick mir Fugen. Ich dachte, er ist zum Pferdehufe ausgegangen. Der Honecker bleibt, die Mauer bleibt 100 Jahre, ein Stück Mauer. Ein Stück Mauer? Das ist ja schief. Ist das schiefer? Das ist schon nicht dem Vieh mit dem Mann im Hütenzimmer. Wenn dir ein Licht aufgehen soll. Hier den Arsch. Diese Kohle macht mich so wütend. Die Kohle. Ich verdurste. Ja. Nee, für den Salb. Ja, stimmt, das haben wir letztens gebraucht. Du, ein Mini-Lautsprecher mit Radiofunktion. Deine Antenne? Jawoll. Das erinnert mich an meine nie dagewesene Kindheit. Früher waren wir noch cool mit sowas. Ja, das. Der Mann, der hat wirklich effektiv sein Hausmüll entsorgt. Stabil auf jeden Fall. War da nichts mehr? Bestimmt ganz unten noch ein Machete oder sowas. Ich werde das nochmal explizit durchwühlen, aber auf den ersten Blick war das Beilen mit Abstand das Highlight. Schickt mir Beile. Beileid. Beileid brauche ich nicht. Wo ist noch Onkel für den Diamanten? Demolition Dieter. Also. Ich bin Zapp und Anton, eben was für den Siebten. Ich will die schwäbische Nase super Hundes in meiner Kimme spüren. Auf keinen Fall. Schon wieder vom Chris Kindelmarkt. Mir in der Kimme spüren. Diese Bio-Banane schmeckt eklig. Das ist ja auch unvorteilhaft zerteilt. Ich habe es hier als Chiquita-Banane deklariert. Und damit locker 10 Cent gespart. Vielen Dank für die Brut. Rapper Anemone, vielen Dank für den 7. Uhr. Grüße aus Groß-Belgistan, Alter. Junge, ja, Bilel, genau das. Junge, Bilel, Grüße. Was? Gucke mal, ich versuche hier und da mich mit zu motivieren, aber es ist nicht so einfach. Ich schwitze vom Auspack. Hättest du was man bei Bars für Haares verkaufen könnte? Diesen Mann. Bitte bietet mehr. Sollen wir uns das noch aufteilen? Ja. Wo ist dein Glas schon? Ja, ich trinke mit Genuss. Ich auch. Ich schwitze halt mehr. Wo ist denn das alles hin? In uns. Ja. Ich hab's wieder weggesoffen, stimmt. Ich muss dich mal zügeln. Ja, allerdings. Ich schwitze so sehr, Alter. Ich verstehe nicht, warum. Oh. Ich gebe dir wieder den Bodensatz, damit du mal auf den Boden zurückkommst. Sieht dir immer selbst. Schön mit den Gewürzen ins Auge reiben. Super heimlich verkaufen. Oh, das wund. Was denn super heimlich verkaufen, Alter? Mit tschechischen Papieren. Tschechische Paste. Zügel dich, ich zügel mich immer. Die anderen machen nur zu langsam. Das. Bade im Tee. Na, bei dem Badewasser schadet das nicht. Ja, das stimmt. Sepp Meier, selbstverständlich. Selbstverständlich. Okay, das ist auch schwer. Oh, ich will jetzt mal sitzen. Ich bin die ganze Zeit im Bild, das macht mich sauer. Zeig, sitze. Oh, heute ist Donnerstag, oder? Ja. Köpf dem System. Ventilatoren, ja, bitte. Ich würde zwar Alkohol genießen. Stimmt, aus den Bechern trinken wir die ganze Zeit.
Junge, Alter, Spahn, Alter. Ah, Junge. Der Jens kommt mir erstmal entgegen. Das ist bestimmt der Absender. Kap. Sehr geehrter Herr Paketberg. Boah. Anlässlich der Paketflut senden wir Ihnen eine feinste Fanpost. Bitte kein Sea-Watch. Oh mein Gott, Alter. Ach, keine Sea-Watch-Spenden mehr, danke. Junge. Alter, das ist ja... Kannst du das mal bitte in die Kamera zeigen, dass man das ordentlich sieht? Oh Junge, ja. Der echte? Ja, ja. Der echte Gazprom? Mit Original zertifiziert. Wer bietet? Wir fangen bei Fufi an. Als Vorschlag für den Max Kocht möchten wir anbringen, dass du den Sahne Bagardi des Lords zauberst. Bah, Alter, das stimmt, das steht auch ganz oben auf meiner Liste eigentlich. Ja. Wir grüßen Peter München, Boss Billionär, Jens Sputnik, den Zahninspektor, das Vieh, Young Alpha und das lese ich nicht vor. Alter. Die erste Edition des Mädchen liegt bei, ein Review wäre fein. MFG, ah, Maisie und Young. Der echte? Anscheinend. Young Wappenlese! Young Wappenlese, ja. Ist der Mann noch hier? Ist er nicht Mod sogar? Der Mann müsste hier sein, aber der ist doch schon völlig betrunken in die Zeit. Maisie 99 oder wie der heißt hier? Vielen Dank für das Lernen. Vielen Dank für das Gutlernen. Also, als ob die Jungs sowas wohlriechendes und sauberes verpackt haben, das ist überrascht und freut mich sehr, wirklich. Das ist steif. Hast denn? Ich will das Blaubeerbier. Nee, ich verstehe das. Ich bin halt jetzt nicht ganz so suftdurstig. Ich bin ja gerade aufgestanden, habe ja wirklich bis zum Schlafen geht noch gesoffen. Also, ja, ich hab's gesehen. Und dann schreiben die Leute ja wirklich rein, ich saufe viel. Und jetzt verstehe ich nur, warum langsam. Ich habe ja nicht mal einen halben Tag Pause zwischen den Trunken. Tums. Ich bin ja bald weg. Nö. Ja, ich komme wieder. In den Stimmen des Arnold Schwarzeneggers. Ihr seid was nicht. Joachim Löw führt Deutschland erstmals als Bundestrainer zu einer Weltmeisterschaft. Auch zum letzten Mal. Wenn er Erfolg hat, kann er einer der ganz Großen werden. Wenn er untergeht, ist er weg. Junge. Was zum Fick? Der Junge im gestreiften Pyjama, das Buch. Mensch. Ja, Literatur. Wenn ich meine Autobiografie hier bewerbe. Junge, ist das Merlin, das ist denn Lölles? Ist das Öl? Ist Apfelsaft oder Essig? Essig, Brandweinessig. Mal was Neues. Das hat sich einfach selbst das Leben nehmen wollen. Henry! Ja. Was ist denn heute los hier? Nee, das ist nicht gut. Ich packe jetzt das aus. Nee. Das ist schwer vor allem. Wird das doch nur so? So, na, du hast das Gespür für die Kleingelder? Ja, für das Flüssige. Ja. Ich hol mal kurz eine Kiste. Na gut, das Vieh hat dann noch eine bessere Nase. Pizza Pyjamas. Der Mann ist doch schon betrunken. Halb vier. Diese Techno. Alkoholfrei probieren. Peter München, ist er noch da? Grüße. Noch habe ich schon gegrüßt, ich weiß gar nicht. Grüßt einfach Peter München, nie genug. Ab nach München. Oh, es ist Bockwurst. Okay, irgendwie, ja, viel Spaß. Oh, Junge. 12.05.23 aber. Ich muss hier mal Luft reinlassen, das ist so eklig. Das ist mal eine Herausforderung. Das Wurstwasser muss erst getrunken werden und dann kann man sich das... Nee, das sammle ich. Ich habe noch so eine kleine Sammlung von Sachen, die ich mir ständig mache. Das ist wie bei Harry Potter, wo Dumbledore dieses Zeug trinken muss und vorher bekommen die den Horcrux nicht. Und so musst du das aussaufen, sonst gibt es kein Kleingeld. Ah, verpiss dich! Das tropft! Echt? Nein! Nein! Hat das wirklich getropft? Aber es ist Regen, glaube ich. Oh mein Gott, das stinkt! Oh Gott, scheiße! Fuck! Fuck! Boah. Ah, Junge, war das widerlich.
Aber ich glaube, ich habe nur Regen abbekommen, so wie es riecht. Oh nee, Alter, wo habe ich denn getropft? Ein Teil auf mich. Wo? Auf diese Hose. Oh. Na Junge, Alter, was ist das? Das ist Infektion. Ach so. Junge, das Gammelfleisch, das gammelt dort seit Monaten. Junge, los damit. Oh. Schwester Tupfer. Ich bin so ein dummes Schwein. Das ist Desinfektion. Ach so. Sorry, Alter, das ist... Verdammter Mist. Ich muss dringend zum Friseur, ich kotze alles voll. Shitty fuck? Ja. War ich noch nie. Das Seitenprofil gefällt mir einfach nicht. Brauchst du drei Lampenschirme? Ich hab noch drei hier. Alter. Sonst werde ich dir dann in den Busch werfen, in Ilsebach. Japanische Bad, oh ja. Wollte ich irgendwas machen, bevor ich das verschüttet habe? Nee. Zum Glück, ich hoffe nicht. Also eine Kiste holen. Wie in schmeckt das? Was zitterst du so? Seiten auf 200, ja, ich weiß, ich habe halt so einen miesen Wirbel und der macht alles zunichte. Markus Söder, ich verstehe gar nicht, wie kann ich wie Markus Söder aussehen? Ich sehe null aus wie dieser Mensch. Der Mann hat nicht mal Bart. Hab ich gerade Kartoffelernte genannt? Nein, Blaubeermischung. Ich will die Kisten. Ja, ich muss gucken, wo ich bleibe. Ich mache mir jetzt noch hier ran. Auch was Flüssiges. Der Söder-Fahrer. Henry, Wilhelm Söder. Wenn ich das wäre, wären Sachen anders. Nicht das sehen. Oh. Scheiße, ihr seid alle nicht ganz dicht. Was ist denn jetzt los? Es gibt Beef oder so. Na, diese Söder-Zuweisung hier. Oh, das ist Gin. Free irgendwas. Diese Kabel sind alle kaputt. Guck dir mal dieses Kabel an. Das ist ja krank, Alter. Das Finsbury oder wie der heißt. Na, Junge. Schick, da ist der Junge. Oh, das ist überklebt, glaube ich. Muss ich mich mal rantasten. Open Mind, Mittels Nahrungsergänzung. Oh ja, das ist geil. Oh ne, das ist benutzt. Ja, das ist von Open Mind, der hat solche, so einen Shop. Ich pack's dir mal. Alter. Oh, hier. Oh Junge, Alter, habt ihr eure Onkels ausgeraubt? Boah, das tut ja weh. Die Farben sind cool. Ich pack's dir ein. Alter, was ist es überhaupt? XL? Das würde dir stehen, oder? Ist XL? Das ist eng genug für dich. Eng genug, ich brauche locker genug. Hier, Mädchen. Ah, Junge, hast du das schon immer richtig präsentiert? Nein, ich wollte erst dich und dann das Volk. Der offizielle Promo-Flasche. Junge, uralte Fußballtrikot. Man sieht's nicht. Eiskalt und verantwortungslos genießen. Verantwortungslos? Ja. Wie das will ich das? Ja. Okay. Aber auf jeden Fall eine kreative Idee. Kann man sich sehen lassen. Ich muss übelst abscheißen. Boah, du hast wirklich eine Krankheit. Warum? Ich wollte doch nicht kacken. Aber immer und trinke Training. Zum Frühstück väterweise. Da habe ich ja eine Krankheit. Alter, ja, Arschkopf. Ich such dich heim. Oh, Junge. Alter. Warum liegt da eine Wurst? Das ist Marc Gebauer. Boah, ist das ekelhaft. Oh. Ey, Uri, ich kann den Code nicht mehr halten. Oh, die Wurst stinkt. Ach, das ist alles so eklig. Was ist das? Ich muss scheißen, ich muss wirklich dringend scheißen. Oh, nee. Warte. Oh, Pfeffi. Hier, warte. Ja, ich... Du schaffst das. Bitte drück um dein Leben. Ich muss den Chat lesen, ich scheiße mich ein. Das Camp David Hemd anziehen und zum... Keine Ahnung, was das sein soll. Spammt den mal bitte zu, dass er drücken soll um sein Leben. Nichts! Ich führe Selbstgespräche. Bilder in der Modgruppe werden erwünscht. Junge, was ist das? Der Bass muss drücken. Ne, der. Ach, das siehst du. Wie geht's denn super? Mir geht's gut. Und hört man dich überhaupt? Ja!
Es ist schon wieder ein Zustand hier. Nicht. Die wollen das Platschen hören. Danke für den Pfeffi. Im Namen des Menschen hier. Polytoxik, das weiß man nicht. Das sind viele Pakete. Liebe Grüße aus Essen. Bitte grüße die beiden Ehrenmänner Henrich und Baumeister Timo. Baumeister. Ich sitze auf dem Trocken. No, ich habe nur einen Schluck. Nee, den kann ich jetzt nicht wegnehmen. Oh, das riecht schon wieder, jetzt schon wieder. Alle möglichen Düfte. Ja. Es reicht ja, wenn ich da bin. Oh Mann. Diese Duftvariante schon wieder. Mann. Oh Mann, da ist wirklich. Ah. Oh, Junge, es kommt. Ich bin einfach nicht in diesem Gebiet eingelernt. Oh. Strümpfe für Frauen hier, dieses durchsichtige Zeug, wie nennt man das? Mit den Laufmaschen. Oh Mann, hier ist alles irgendwie verpackt, das macht mir Sorgen. In Zipbeuteln. Glückskleeblätter. Bitte freirubbeln. Oh, hier ist irgendwas Massives, Ekliges drin. Oh, Junge. Warum muss das jetzt sein? So ein Sack ist keine gute. Warum mache ich das hier? Gleich kommt der Kopf. Das Köpfchen. Ach, Junge. Duftet im ganzen Haus. Alles. Was ist das denn? Ah, oh, Junge. Ich habe noch was für deine Befriedigung. Haben wir es gesehen? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht. Oh, das stinkt nach irgendeiner Frucht oder sowas. Was ist denn das jetzt? Ah, das ist auch ganz cool. Ach nee, das ist ein Stempel. Ein Adressenstempel. Garnitur. Komplett zerzaust. Bitte eilen. Es kommt immer mehr. Cool, da kann man sich selber einen Stempel erstellen. Das ist praktisch. Aus feinstem Gold. Und einfach komplett durcheinander. Jetzt kann ich dich endlich abstempeln. Ich schwitze mit dir mit. Au! Ah, ja, ist auf dem Boden. Es ist unfassbar warm hier drin. Es ist sehr fest. Ich schwitze extrem schon wieder. Danke, 53YT4. Nein, ich gehe nicht. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das Mensch im Klo oder das Karton hier.
Wow. Toilettencam, ja, ich glaube auch. Irgendein Tabak. Das macht mir zur Sorge, es ist alles ein Beutel. Das ist absolut nicht mein Gebiet. Kubi Punch. Das ist Shisha-Tager, glaube ich. Tabak. Der ist auch nochmal in Beutel drin. Das lasse ich dann dir überlassen. Oh nein. Ich brauche dringend Zebra oder sowas gleich. Boah, das mieft. Was hast du angerichtet? Nichts. Junge. Aber jetzt weiß ich, was hier so stinkt. Oh, Junge. Da ist etwas Verpacktes aufgegangen. Ich kann und will das nicht zeigen. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Ich verzweifle. Ich komme, gib mir bitte noch eine Minute. Ich muss meinen Darm noch reinigen. Beraubt. Ich habe wirklich Angst, jetzt zurückzukommen. Ja, ich... Zu Recht. Aber ich brauche trotzdem Hilfe. Und irgendwas zum Wischen und Desinfektionsmittel wahrscheinlich. Ja. Es riecht extrem unangenehm. Aber es ist kein menschlicher Ausdunst. Ich glaube, es sollte mal Lebensmittel gewesen sein. Dann schluckt Gin. Dann höre ich auf zu schwitzen. Boah, das riecht ekelhaft. Ich weiß nicht, ob es von draußen kommt oder von hier drin. Ich würde jetzt auch gerne heimfahren. Es ist ein Ausmaß schon wieder. Auf jeden Fall brauche ich direkt den Müllbeutel. Ich bin komplett hergeschissen. Das muss dringend weg hier. Ja, das ist gut. Ja, jetzt kann ich wieder normal atmen. Ja, es ist leer. Bitte schnell den Song, bevor es vergeht. Ja, ich bin dabei. Ah. Oh, das, Ich kann mich nicht mehr diesem Paket nähern. Ich mach's mich sauer, ich will nicht mehr in Ruhe scheißen hier. Was soll denn das? Das ist auf der Seite offen irgendwie. Mensch, was ist denn das? Da ist was für Befriedigung drin. Wo man was reinstecken kann wieder. Hast du gebraucht? Ja, wahrscheinlich. Fick dich, Junge, das stinkt, Alter! Ja, deswegen muss es schnell weg. Meine Güte, Also. Ja, lass bitte einfach. Nur dass das richtig rum. Ja, ich weiß schon. Was ist denn das? Ja, eben. Warte, ich mach das mal. Ich hab mich so gefreut, das jetzt in Ruhe machen zu können. Junge, das stinkt nach Syrströmming. Das ist alles Mögliche. Das riecht wirklich wie Syrströmming. Kotze und Hundefutter vergammelt. Da ist halt auch nochmal irgendwas. Ja, ich hab das schon mitbekommen. Oh, ich kann nicht mehr da rein mit der Nase. Ja, dann lass es doch sein, ich mach das schon. Ich bin das gewohnt. Ich bin das gewohnt. Ja, ich bin das wirklich gewohnt. Du könntest Altenpfleger werden. Ich bin Altenpfleger. Denkst du, du kannst davon leben hier? Das erklärt alles. Ich brauche dringend irgendwas Flüssiges. Ja. Oh Mann. Es ist nicht gesund.
Ja. Vielen Dank. Ist es noch gut? Ja, es ist noch gut. Das stimmt, die richtige Wahl? Da ist schon aber schon was drin irgendwie. Es ist noch bis November. Es ist frisches Bier. Ja, ich weiß, aber da schwimmt trotzdem Zeug rum. Es ist weißes Bier. Soll ich denn das jetzt aufmachen? Das liegt ein Öffner vom Fenster drin. Hier ist ein Kellnermesser. Also. Ach so. Ein Kellnermesser. Ein Kellnermesser. Ein Gendermesser gibt's hier. Mann, Alter, ich geh nie wieder scheißen. Komm mir zurück und der nackte Wahnsinn tobt. Ja, eben. Hä, wie ist denn das überhaupt aufgegangen? Ich hab's hochgehoben und dann hat es schon gesifft. Das ist auch schon da unten halt. Ja. Nächsten, bitte. Das riecht halt irgendwie komisch. Bitte nicht mehr mich zum Würgen bringen. Das ist absolut widerlich. Was soll denn das hier schon wieder? Was ist überhaupt geöffnet? Junge, ich kotze hier gleich hin. Das stinkt. Das ist mein Schlafzimmer. Ja. Junge, das ist ja alles hier reingelaufen. Ja, das sage ich doch. Auf jeden Fall wirklich. Warte mal, nimm mal kurz bitte das Ding. Mann, ey. Das scheint unversehrt. Halt bitte so, bitte. Das ja. ist völlig versifft. Ich krieg ein Neise hier wirklich. Diese flüssigen Sachen sind aber ganz schlimm. Was ist denn das für eine vergammelte Kotze, Alter? Keine Ahnung. Dokumentationsraum. Oh, ist das widerwärtig! Wenn da drin ist, was draufsteht, dann nehme ich es mit. Das ist mir scheißegal. Nimm sie den stinkenden Mist hier mit. Niemals! Ist da nichts drin? Junge! Doch, da ist was drin! Stinkt wie ein totes Kind! Ah, Junge! Das ist. Wie kommst du hier hoch, Alter? Wenn das nicht wäre, würde es ja gern alles Spaß machen. Es ist aber! Ja! Man kann sich nicht wegreden! Ein Kondom ist ein Geschmack. Wie Deife, Alter. Ich hab mich schon aufs PlayStation VR gefreut. Da war nichts, auch nur ansatzweise PlayStation VR in Liest. Hier war noch Tabak drin. Der selbst nochmal verpackt war. Ab in die Müllverbrennung. Ist alles nicht gut. Weißt du, was das ist? Ja, ich weiß, Bier. Weißbier. Müll man die Stunde. So viel dazu. Grüße, Wunsch. Fido. Also wenn die Leute... Es war ja an sich... verpackt, aber dann kam ein Loch und dann war es das schon mit der Freude. Ein Tesla. Grüße Fillmore. Undankbar für die gute Fanpost. Mit Altöl fährt das Auto. So stehen wie die Schmerztabletten. Das macht das alles Sinn, die brauche ich nämlich wirklich. Ja, in Mengen. Das Punishers wird bald geändert.
Ich bin schon an der Änderung. Trink das Silly Bang, Alter. Kamera unscharf. Stimmt doch gar nicht. Hermuda. Lambo von Monte finde ich ziemlich cool. Ich mag auch die Farbe. Das macht mich glücklich. Das muss direkt geschickt werden. Das war am ekelhaftesten Paket bisher. Das! Ja, erst Untoten, ich weiß nicht, ich verrate nichts. Ah, ich schwitze. Ich weiß gar nicht, nach was das riecht, das ist so ekelhaft, Alter. Ja, das ist eine kranke Mischung irgendwie. Riechst du das nicht mehr oder was? Boah. Jetzt geht's irgendwie. Ich glaube, du hast das so inhaliert, dass es schon nicht mehr riecht. Das stinkt hier nach Sürströming, nach Scheiße, nach Kotze. Warte. Boah. Boah. Paketadresse von mir auf in meinen Highlights. Ich leg auf, wo du willst. Mann, ey. Schick mir Shirts. Der neue Supra, naja. Die zwei noch. Hundert Düfte, nein, das kann nur besser werden. Das ist absolut kein Geiles. Trittst du auch auf Scheidungen auf? Ach, Alter. Oh nee, Alter! Hast du jetzt den Alarm aktiviert? Hey Junge, was? Oh nee, nein! Der Roller dreht komplett durch. Ich bin da gerade angestoßen, da ging das los. Krank. Die Alarmanlage des modernen Mannes. Das ist, also ich kann das Ding ja immer draußen parken, ohne Schloss und so, weil wenn jemand das nimmt, ohne meine Erlaubnis, dann fängt das so an. Aber manchmal geht das von selbst so los. Aber auch ich nachts. Ich habe von uns mit der Familie rumgespielt, deswegen bestimmt. Jetzt kommt die Rache. Ist erschrocken, wie sich Luft in das Bad. Junge, ist das schon wieder alles geisteskrank, was hier abläuft. Besser als nachts im Suff. Franco würde übrigens sagen, für den 11. Monat, du weißt. Danke für den 17. Liebt ihr mich? Auf jeden Fall, mein Liebster. Ich hab dich wirklich lieb. Mr. Smith, danke für den Sub. Adriano Tech, danke für den Sub. Kurz segelig. Junge, der Mann, der muss dringend auflegen auf einer deiner Partys. Grüße nach Bayreuth. Ist das der letzte Schluck, federweise? Nee, da ist noch den Rest. Dürfte ich bitte noch was haben? Das wäre von mir aus. Zumindest hat er sich schon mal ein Paket gekauft. Kampf im System. Was ist jetzt los? Nee, jetzt nicht. Der Don? Ja. Geh ran. Nein. Lass mich rangehen. Nein. Bitte. Bitte, ich mach's doch nie auf Lautsprecher. Na trotzdem. Ist es privat? Ja, wahrscheinlich. Achso, okay. Ist es so privat, dass es so privat ist? Ja, ich weiß es ja nicht. Lass mich bitte rangehen. Schon weg. Ach Mann, abgehoben. Was ist denn da los? Nein, einfach nicht rangehen. Jetzt habe ich dieses Geräusch im Kopf, dieses erinnert an früher. Also. Hast du mal Sicherheitsmann gearbeitet? Als ich ja, sozusagen. Hast du es jetzt? Ich öffne das und sehe Damenunterwäsche. Oh nee. Das ist 19. Jahrhundert. Der Privatfahrer. Privatinsolvenzfahrer. Jens, bitte. Was soll ich denn? Lies es einfach vor.
Es ist mir scheißegal, was passiert. Lies es vor. Die zwei Lesben aus dem Schwabenländle, Mösenstraße 8i 9308i Penis Neidhausen, Jobcenter Stadt Regensburg, Alpstraße 83. Wie die Kinderadresse im Chat. München. Zu Händen Herrn Herzberg. Sehr geehrter Herr Herzberg. Sehr geehrte Herr Herzberg. Dies ist eine wahre Fanpostpracht, kein Schmutz. Wir zwei Lesben aus dem Schwabenländle grüßen Sie ganz herzlich und wünschen uns sehnlichst, dass Sie meine Cousin Lothar Hans Heunuinger aus dem Bayerischen Wald grüßen. Also diesen. Also ich würde wirklich, ja, ich habe das schon gesehen, ich würde wirklich mein linkes Ei verwetten, dass das hier höchstens einer oder zwei, drei irgendwelche Garagen-Suffköppe sind, aber definitiv keine Frauen, die ineinander leben. Definitiv nicht. Ich hab nichts gegen ihn. Soll Gott ihn segnen und wahre Wunder in seiner Seele und Birne bewirken. Vielen herzlichen Mösenschleim. Hey, ja, wahrscheinlich sprechen die Frauen so. Ihre Lesben aus dem Schwabenland im Namen des Vaterlands. Kuss. Aus dem Schwabenland, das ist dreimal erwähnt worden, Lusse. Aber danke, dass du mir ein Paket schickst. Mist. Brauchst du eine Armani-Jacke? Was hat mich verraten? Nichts. Armani. Ja, größer S. Es reicht um einen Arm. Das. Ich bin ewig, ja. Alter! Kommen die Flashbacks? Das ist ein Geschäftsführerhemd. Echt? Alter, Größe L sogar. Oh, jetzt wird Unruhe im Edeka gestiftet. Das ist ja mega geil, Alter. Seht ihr oben das aufgestickt? Das ist. Boah, dankeschön. Das sind die, die immer nur manchmal durch den Laden laufen und gucken, ob alles läuft. Geil, jetzt habe ich mal wieder ein schönes Outfit. Oh. Anziehen. Ich schwitze das jetzt nicht voll, das ist ein dieses Hemd. Ich trinke ja schon, David. Ist das geil. Boah. C-Klasse. Immer noch. Ist langärmlich. Also, ey, dankeschön. Danke an die zwei Lesben auf jeden Fall. Junge, bitte. Das ist ja mal. Aber, Junge, ist das Affentitten geil, Alter. Das ist das Herz höher schlagen auf jeden Fall, ja? Im Rotbäckchen, guter Stand. 2015. Echt jetzt? Ja. Die Vitamine bringen nichts mehr, das leider. Das ist ein ganz guter Start. Aber das Hemd macht mich wirklich glücklich. Das macht mich richtig geil. Energy. Das ist kein Energy. Das ist perverser Mist. Ja, gut. Was ist ein Dönerladen Pips. Oder so? Fitz. Der hat auf jeden Fall eine Karte. Junge, genau, nimmt. Das kannst du anziehen. Ja. Das ist offen. Das ist offen. Das ist M. Ja, M. M ist noch kleiner. Enthemden? Entpacken. Ich hab keinen Winrau. Schick mir Winrau. Junge. Alter, macht mich das glücklich. Das ist wirklich geil. Bellandris Haubensack-Gartensender, Junge. Haubensack. Bitte bügeln das Hemd. Ja. Sag das meiner Oma. Russell Collection. So, vielen Dank für die weitere Arbeitskleidung vom Haubensackgarten sind. Das ist sehr edel. Das würden Lesben tragen. Henry. Ja, ist nur eine Annahme. Ein feinster. Tun. Brotaufstrich. Oh Junge, da ist er ja das. Dasselbe, die sind sich fast wieder ineinander gefahren hier, Alter. Immer das fünfmal am Tag. Immer das Gleiche. Das ist doch keine M. Das sieht schon sehr. Junge, was ist denn das? Das würde sogar mir passen. Was ist denn das bitte? Das ist ein XM oder so. Nee, das ist XXXXXXXX. Junge, was zum Geier, Alter. Wo stand da hier M? Hier steht M. Ist das aus Amerika oder so? Ich habe keine Ahnung. Amerikanisch. Da steht das M für Mast. Ja, stimmt. Junge, ist das krank. Oh Mann, mir drückt schon wieder meine Backen hier. Vor lauter Lachen. Das drückt schon wieder. Junge. Das ist ja klar hier. Stimmt, da war ja was. Oh, Junge, Junge. Alter, ist das krank. Erstmal einen Schluck Bayreuther. Du Alter, das ist Das ist riesig. M steht für Mädel. Das drückt vom Emma. Hast du das letzte Mal geballert?
Ich junge immer noch. Das M steht für Max. Das M steht für Mikropenis. Grüße an Gemälde. Alter. Ja, zufälliger Shoutout. So ganz nebenbei. Ja, das Auto gibt's immer noch. Ruiner, bitte. Ja, aber das steht jetzt, danke für den Resub übrigens. Und Epix Erik, danke für die 100 Diamanten. Josef, der Rechte, danke, der Echte, danke für die 24. Köpfe! Ja. Vorsicht, den Oberkörper. Ja, ja, ich besitze keine Nippel. Rücken darf man zeigen. Ja, solange halt keine Züge von menschlichen Körperteilen gezeigt werden. Hey, was mach ich? Keine Züge im Chat, bitte. Karl Junge. Könntest du einfach nur so ein kleines Fußbad hinstellen, dann könntest du oberkörperfrei liegen. Fußbad? Ja. Zeig Euter. Euter? Junge, das ist aber wirklich sehr mächtig. Das ist das große M. Absolut legitimes Hemd. Wie wird dann das L sein? Ist das geil, Alter. Da passt du zweimal rein. Das kannst du als Rock tragen. Ist das Medenhände? Ich glaube, das ist selbst im Vieh ein bisschen sowas. Das Peter München würde das passen. Oh Mann. Das zieht schon wieder. Nee, das ist für den Lord auf jeden Fall auch zu klein. Aber es lässt sich irgendwie gut darstellen. Ich könnte mich dich so im Edeka vorstellen. Ich mich auch. Einfach mal reingehen und ich bin der neue Geschäftsführer, hallo? Oh Mann, das tränt schon wieder. Bei Edeka sind die halt sehr breit, so Bodybuilder. Ja, ist so ein Carsten Stahl, Edeka. Ja, Franco, danke für den Tipp beim nächsten Mal. Wer knüpft dein Hemd von unten nach oben zu? Ja, ist das nach oben nach unten zu knüpfen? Ja, anscheinend gehört sich das so. Ja, ich trage nie auf dem. Der Fehler weiß ich. Wie Versicherung bieten Sie an gegen Mast? Eine Mastschutzzusatzversicherung. Priesterberg. Oh Mann, ich bin schon wieder an so einem Punkt angelangt. Wisst ihr, wenn wir feiern gehen? Im Sektor. Hey, ja, schön mit dem Ding. Also. Sieht man überhaupt, dass es eh die Gabelstellung ist? Ich glaube, das geht ein bisschen unter jetzt. Da fehlt das Doppelkinn. Ich fühle mich eigentlich gar nicht mehr so unwohl darin. Das ist mächtig. Und du hast hier Platz für das Wichtigste. Fällt nicht mal auf. Während der Arbeit, ja, ganz heim schön. Oh Mann, ist das schon wieder zu viel alles für mich. Wirklich, sieht man, dass ich hier heimlich sauber während der Arbeit sitze? Prösterle. Oh Mann, das drückt hier oben schon wieder so. Dennis Söder, Alter. Mensch. Mensch. Ja, Mann. Was haben wir schon wieder alles gelacht heute? Ja, das ist ein wirklich sehr ehrenwertes Paket. Ich möchte diese Damen... Ja, gut. Ah, junge Träne. Wann fängst du an? Fehlt der Kugelschreiber, ja. Und der Meterstab. Die Schmiege. Die müsste eigentlich irgendwo hier liegen. Wie das aussieht. Jetzt kannst du noch reinwachsen. Ich bin Fachmann. Hey, Geschäftsmann. Oh Mann. Können wir wieder zum Ende langsam kommen? Nein, wir haben noch was für uns. Ja, ein Paket. Nee, zwei. Oh nee. Was denn? Bist du schon durch? Das geht ab. Das eine Paket hat schon wieder gereicht. Ja, das hat mich auch ganz schön gebrochen. Aber das hat mich jetzt wieder aufgebaut. Ich hoffe, das ist groß. Kannst du das bitte kurz runternehmen und auf den Stuhl stellen? Das wäre ganz, ganz süß. Nur kurz? Haben wir Schlitz gesehen? Achso. Auf den Stuhl. Die Tatsachen. Das ist ein Stück mal aufleiten. Diese Kissen. Ich werde mich langsam rantasten. Ja.
Warum ist denn so verwerflich im Urlaub? Denn passieren? Im Urlaub nachmittags einfach mal ein Bier zu trinken, ist doch nichts Schlimmes dabei. Das ist korrekt. Ruiner Wankel, danke für die 100 Diamanten, da fehlt der Kugelschreiber. Also ich. Ja, man merkt, es ist Zeit für Feierabend. Es zieht. Oh nee! Oh Mann! Der Gamel will ja unbedingt von mir ein paar Ordner haben. Smirnoff, Alter, ich lutsch deinen Zinken. Danke für den 15. Resub, Alter. Vielen Master. Schick mir Hemden in Größe 4XL. Und tauscht sie zu M. Ha, Junge. Erkennt man, was das ist, ja. Warte mal, ich glaube, die schenke ich meiner Steuerberaterin. Ich habe eh bald einen Termin. Wie viele Ordner sind das? Die sind ja wirklich neu. Also, ich habe ja wirklich jetzt alle, die ich kenne, mit Ordnern versorgt. Ich habe nicht einen entsorgen müssen. Also, das sind 3, 6, 12, 8, 20 Stück. Junge. Brauchst du welche? Ich hab drüben auch noch welche stehen. Ich hab selbst noch leere, die ich irgendwie benutzen muss für irgendwas. Die mit Harry Potter und so Sachen. Stimmt, die habt ihr ja schon welche mitgegeben. Ja, die sind noch nicht mal befüllt. Einfach nur Ordner, völlig ohne Kommentar oder ähnliches. Aber wie gut das passt. Ja, das passt wirklich perfekt. Der hat das doch bestimmt direkt so weitergeschickt, wie es ankam. Das hast du ja auch irgendwie geschleppt hierher. Und wer hätte gedacht, was da drin ist? Du hast eigentlich den Reifen entsorgt. Den Autoreifen. Kannst du das Thema bitte nicht ansprechen mit dem Reifen? Ach so, ja. Da bin ich nämlich nicht fachgerecht und so. Weißt du, was ich damit sagen will? Ja, ich kenne es von den Simpsons. Der treibt, glaube ich, immer noch im Fluss. Ich freue mich schon auf die Story. Von den Simpsons. Ja, dieser Berg an dem Reifen. Das. Na ja, gut, von mir aus eins können wir schon noch machen, weil das war jetzt nichts. Renko, nicht so geheizt. Franco nicht so gereizt. Ja. Tüdelü. Schickt mir PlayStation 1 Spiele. Ich hoffe, der Bodensatz ist jetzt nicht mehr am Boden. Great Kraut, fragen Sie bitte Young Billionaire, ich weiß es nicht. Alles ist rassistisch. Ich nehme die Augen. Einfach alles. Merkt euch das. Smirnoff, ja, ich trinke das, was mir gegeben wird. Ich beschwere mich nicht, wenn ich versorgt werde. Mensch. Ein Witzit. Sesam, öffne dich. Ist das cool? Das, nur wenn du es öffnest. Ich hol währenddessen noch ein letztes. Ja, das ist okay. Ich will irgendwas immer. Ich möchte was Cooles entdecken. Das ist bestimmt das Angesprochene. Oh, Alter, heilige Scheiße. Schwappt da wenigstens was? Nee, wenigstens. Das wiegt locker 25. Das Training muss wieder aufgenommen werden. Ja, ich bin doch dabei. Ich habe doch Kater vom Kreuzheben. Jetzt habe ich immer zwei Kater auf einmal. Den Kater vom Schütteln und den Kater vom Kreuzheben. Ja, welcher ist schlimmer? Beide zusammen. Vereinigung. Wieder Vereinigung hat die Schütze. Ach, Junge. Danke für den Bit. Anonymer Arschkopf. Was ist denn das? Mehl? Mehl! Ein haartrockener Halter, ein vergammelter, zerstörter Schoko-Weihnachtsmann! DDR-Verteilersteckdosen! Lieber Max Uterusberg, vielen Dank für deine Unterhaltung in dieser Zeit. Oh, vielen Dank, das ist sehr gut. Sorry, was ist Desperados? Das ist wirklich alles nur Mehl. Das war ein Desperados, ja. Und noch Kartoffelgratin.
Mögen noch viele Menschen, die Tiernahrung erbrochen ist oder einfach nur Essig schicken. Lies es bitte vor. Oh nee. Mach weiter so, geliebter Onkel, bleib so wie du bist und viel Spaß mit dem Paket. Das ist so ein heißer Draht. Vielen Dank für das Mehl. Die Spirale. Kann man das... Ja, ich verstehe schon. Ich wollte nur ein bisschen kreativ sein. In den Cockring, Alter, das ist ein Hodenverlies. Ja, ich bin Politiker. Was? Ich bin Politiker. Eine Abwärtsspirale gefangen? Jetzt geht sie gerade hoch. Der Gerichtsvollzieher wird erwünscht. Ich hab's weitergegeben. Für die Frau. Ich finde das Paket schon wieder nicht. Das ist kein Witz. Ich habe nur die dritte Mahnung gesehen. Das hat das Seib vielleicht doch erspäht letztens. Das wäre natürlich fatal. Das ist ein Bierhalter. Die ganze Welt ist ein Bierhalter. So, jetzt steht feinster Trödel. Oh nee. Das ist ein halber Trödelmarkt. Chill und Abti. Dieses Sägewerkmesser ist unfassbar stumpf. Schon wieder so viel Plastik. Das ist jetzt kaputt gewesen. Oh, jetzt ist es ausgelöst. Rück doch mal ein Scheißstück vor, Alter! Ich sehe nichts. Ich sehe auch gleich nicht mehr. Jetzt ist das hier. Ich bin komplett aus. Gib mir bitte mal irgendwas. Irgendwas. Ein Taschentuch. Ja. Es eskaliert schon wieder. Ja. Nicht zurückrücken! Nein! Es war wieder ein ganz unangenehmer Tag. Wie wegen diesem verfickten gammeligen Scheiß? Zwitscherbox. Es ist ein verfickt geiler Tag! Aber nicht, wenn ich überall, wo ich hintrete, vergammelte Scheiße finde, die ausläuft! Ja. Nichts mit diesem Tag zu tun. Es ist ein sehr schöner Tag. Ja, ich fühle. Batterien sind leider leer. Es ist wie so eine Sachertorte, auf die ein Hund geschissen hat. Trotzdem wird sie gegessen. Ja. Die Zwitscherbox geht leider nicht. Das ist einfach nur ekelhaft. Ich halte es ja nicht mehr aus. Oh doch, sie geht. Macht einfach die Augen zu, legt euch nieder, entspannt die Sinne. Ihr liegt auf grünem Gras. Was ist denn jetzt? Eine Zwitscherbox. Alter, Junge, ich dachte gerade. Ey, du sorgst du dafür, dass ich eingewiesen werden muss am Ende des Tages. Ich werde das irgendwo verstecken, bevor ich gehe und anmachen. Ja, ich werde dich irgendwo verstecken und anmachen. Alter. Das stinkt nach vergammelten Würsten! Der perfekte Weg. Junge, nur mal Grüße. Das sind auch vergammelte Würste! Absolut eklig. Da macht es doch keinen Spaß. Danke, Akito. Alter, sieht das aus. Alter, sieht das aus. Kann ich jetzt drücken?
Ich muss drücken. Ach, endlich. So. Ich hoffe, es gibt jetzt hier Dinge, die meinen Blutdruck etwas senken. Ich rede jetzt nicht von Medikamenten. Darf ich das haben? Dann kommt drauf an. Dann zeig ich. Ein Buch von Tattoos. Ein Buch. Ich schwitze, ich kriege einen Anfall. Ich weiß nicht, warum ich so gereizt bin. Ich schmelze. Bitte abonniert alle den Superfahrer. Was? Ich mache keine Vlogs. Übrigens, Technoboy 1000 mit einem Resub und ich kriege hier Platzangst. Das ist eine menschliche Sauna. Ruina, danke für den verschenkten Sub. Junge, die Werbung, Erich, danke schön. Ich bin komplett nass, Alter. Ich bin völlig verschwitzt. Ich biete aber nicht so tollen Content wie hier. Doch. Ui. Ist das legal? Das ist mein erster Gedanke. Oh, da kommt die Leidenschaft auf, brodelt. Ich danke schon mal für die Follows, die jetzt eintreten werden. Grüße und Küsse. Umbrella-Shirt, allerbeste. Oh ja, das stimmt. Nicht so laut schreien. Junge Meister August, das ist eine ganz böse Frage. Gerät auf dem Bett. Ja, das schenke ich dir, aber das andere muss ich aus bestimmten privaten Gründen behalten. Guck es dir wenigstens mal an. Ach, das ist ein anderes? Ja, natürlich. Wieso, was war mit dem anderen? Das möchte ich jetzt hier nicht öffentlich. Ich verstehe schon. Oh ja, das ist schick. Boah, Alter. Kann man das transportieren überhaupt? Ist das okay? Ja. Und nicht, dass am Ende irgendwie... Du darfst dich noch nie erwischen lassen. Nee, keine Versammlung bitte besuchen, damit wir nicht in ein Einkaufszentrum gehen. Ach so, okay. Also offene Straße ist okay noch zu laufen. Nee. Auch nicht. Bitte nur geschlossene Straßen damit betreten, danke. Ja, das ist auf jeden Fall. Wenn du es nicht griffbereit im Rucksack drin hast, dann ist es okay. Ja, okay. Also unten in den Rucksack rein, sodass du es halt nicht schnell bekommst, auf Deutsch gesagt. Das ist okay. Das haben die mir mal gesagt, da hatte ich mal ein Schweizer Taschenmesser dabei. Leibesvisite, da haben sie mir einen Sack abgetastet, Alter. Das haben wir ein paar Jahre her. Schwarzer Humor, Insert Coins, Insert Inked, Clever Odd and Outrageous Tattoos. Junge, diese Bücher, was soll das? Der Mann ist bestimmt Tätowierer. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ein Phoenix Headband, das ist eine Taschenlampenfirma, da kann man Taschenlampe zur Stirnlampe machen, zur Kopflampe. Vielen Mastern. Das ist sehr praktisch. Die schönsten Sagen. Oh Junge, warum ist denn das hier so warm? Weiß ich nicht, bestimmt, weil wir zu zweit sind. Ich bin gerade fast verreckt in diesem gottverdammten Hemd, Alter. Oh. Schlipper, da würde ich sogar einen mitnehmen. Nimm sie wieder alle, ich habe davon nämlich noch 5 im Schrank. Oh nee. Da hat jemand mal im Hotel scheinbar ein paar geklaut. Ich leg's auf den Rucksack, das ist ja zwangsläufig, was hier alles liegt. Ich verstehe. Du Mons, großes Spielbuch der Mathematik und Logik. Das würde eigentlich ziemlich gern werden. Die Literatur, was die Menschen besitzen. Ich würde gerne mal wissen, wie das. Vielleicht ist das auch genau verschweißt. Echte Knicke, Junge, das sollte man auch mal durchlesen. Bier wird wie Wein aus sehr unterschiedlichen Gläsern getrunken, habe ich schon mal die richtige Seite. Am besten schmeckt dem wahren Kenner sein frisch gezapftes aus einem klassischen Ton- oder Keramikkrug. Gern auch mit Zinndeckel versehen. Weizenbier trinkt man aus hohen Halblitergläsern, das Pilz aus der bekannten Pilzstulpe, Kölsch oder Alt aus einem geraden Glas, das der Fachmann Stange nennt. Nun, ich habe einfach hier komplett Schnaps und Bier aufgeschlagen. Eine Arbeitsstelle. Ich arbeite am Bundestag als Skalabauer und laufe durch den Scan- und Sicherheitscheck mit einer Kette. Junge,
Darius, ja, also was kannst du hier denn nicht reinschreiben? Das sind terroristische Akte, Alter. Also, ich guck manchmal, was hier für Nachrichten gelöscht werden und dann steht ja wirklich, ich laufe mit einer Kettensäge in den Bundestag. Junge, manchmal würde ich ein bisschen denken, sorry, aber, Alter. Es ist, wenn jemand das ohne Kontext sieht, Alter, das ist ja krank. Das ist eigentlich ziemlich cool. Daran ist nichts cool. Ich muss den Leuten, ich versuche den gerade zu vermitteln, dass das nicht geht, Alter. Ich meine das Buch. Ach so. Es ist so warm. Ja, es ist. Mann, das ist eigentlich ziemlich cool, ja. Junge, ich kann echt auf Urlaub. Kann ich noch das Blaubeerbier haben? Ja. So, zum Abschluss. Das Buch würde ich einfach mal nehmen. Ich brauche dringend Höflichkeit. Ich bekomme hier gekühltes Bier. Ich bin im. Na, nicht zwei. Achso, du auch. Ja, ich, ja, nicht zwei. Brauche ich schon eine Viertelstunde für zwei. Ja, Junge. Was war denn jetzt hier drin? Das habe ich noch nicht rausgeholt. So, ja. Das wurde vom Bier abgelenkt. Okay, okay. Noch mehr Bücher. Junge, wie alt? Junge, das ist mein Mampf. Das sind antike. Ich hoffe, es ist nicht. Kein Mampf! Sowas kenne ich nicht. Buch über Hungersnöte. Ja. Junge, kein Mampf, Alter. Junge, das ist ja wirklich aus früher. Junge, ist immer gut, du machst so ein Buch, das heißt über Diät, ne? Das ist eigentlich ein guter Name. Das ja, das ist. Ich muss mir patentieren lassen. Also mit Autogramm. Klappe! Junge, das ist wirklich altes Zeug. Das fällt auseinander. Das ist ja wirklich verwesen, vermutlich. Das ist ägyptisch. Das ist die Bibel. Echt jetzt? Ja, das ist die Bibel. Alter. Ich distanziere mich von der Bibel. Junge, das zerfledert schon beim Angucken. Bitte nicht diese Bücher öffnen, Alter. Die gehören eigentlich in ein Antiquariat. Ja, aber hier... Kriegsflugzeuge, Handys, ist Schluss. Ja. Aus deutschen Herzen. Ich werde mich mit diesen Büchern nochmal auseinandersetzen. Warum schickt man mir denn das? Na gut, da steht drauf, altes Trödel. Ja. Ich hole mal einen Sack. Ein Sack? Ja. Ich fühle irgendwas Elektrisches oder so. Die Elektrizität wurde nie erfunden. Ich bin ein Elektrizitätsläufer. Es gab nie die Elektrizität. Genau das. Ja, Arthur, es geht. Der echte Kampf! Arthur Sump! Arthur Simpix! Lol! Wissen wir irgendwie, wenn du den Mann super kannst, du dich auf das Drachen auf Kissen setzen und darauf furzen? Ich muss gerade nicht. Wenn du furzen musst, sag bitte Bescheid! Ja! Mr. Zylinder, danke für deinen Sub und Doppelmoral, danke für den Bit, Grüße an den Fahrer! Ui, Doppelmoral, Grüße, es geht ab! Doppel, Analkanal! Bitte! Ja, Darius, Mensch, jetzt nimmst du nicht so persönlich, Mensch. Ah, die Frage von Lukas, die sollst du wirklich mal beantworten. Ich guck, ich suche. Die wurde gelöscht. Oh, Junge. Ich halte nichts davon. Ein Audioverstärker. Oh, zeig mal, wie alt ist der? Was hat er für Anschlüsse? So, den könnte ich echt gebrauchen. So. Wenn der hier Chinch hat. Zwei Chinch für Audio in, aber für Speaker ist, glaube ich, hier mit Lautsprecherkabel. Oh ja, ja, das brauche ich sogar ziemlich dringend. Und eventuell ist das noch Netzteil dafür. Wow. Kann das sein? Boah, wenn der funktioniert, dann komme ich. Das gehört, das war mit dabei, das Netzteil noch wahrscheinlich. Oh ja, können wir endlich... Die Disco einrichten, das ist gut. Hey, du lachst jetzt vielleicht blöd. Das ist genau das, was... Junge, geil, vielen, vielen Arsch. Von wem ist das gute Paket? Ich habe keine Ahnung von... Da war kein Zettel, oder? Nee. Okay. Vielleicht. Wahrscheinlich doch. Die Leute denken sich so, wir haben vor 5 Minuten Zettel gelesen. Na, das wüsste ich noch. Okay. Ey, danke schön, das ist wirklich geil. Das ist geil. Die sind nämlich sündhaft teuer, wenn man die kauft, obwohl die richtig mit billig sind teilweise, wenn man die neue kriegen will. Und gebraucht kommst du einfach nicht an den Mist nach. Ja, das stimmt. Lampe von Cololight. Der Größe vor allem. Ich freue mich gerade übelst über das Ding. Das ist eine Lampe, die man anscheinend über App steuern kann. Willst du die haben? Ich bin nämlich vollkommen ausgerüstet. Ich bin gerne dabei. Ich teste sowas gerne mal aus. Auf meinen Haufen legen. Ja, Gedichtbände. Boah,
jetzt weiß ich, was da so schwer ist. Dampfdünger im Stall? Junge! Diese Bücher, die sind alle nicht salonfähig. Salonfähig. Meister August, ich habe eine ganze Menge, wie heißt das, Sternburg-Bier, was ich loswerden muss. Eine Soundbar von Extreme Mac. Oh, das ist was für Schindlerwerk. Nicht mit USB. Das ist was für Schindlerwerk. Wo schließt man denn das an? Am Computer oder so? Kam das schon da raus? Ja. Junge. Irgendwas mit Bass abspielen und so. Wenn das USB-powered ist, Alter, dann mein Beileid an, den, an das Netzteil und an das ja. Ding hier, Alter. Junge, das ist so. Hä? Oh, das sind zwei Kisten. Da komme ich hier gerade nicht auf klar. Was ist denn das für ein System? Gegen das System, komm! Alter. Vielen Dank für dieses Relikt aus seltsamen Zeiten. Aus gediegenen Zeiten. Das sind Kisten. Das ist eigentlich ziemlich nett eingerichtet, der Trödel. Ja, sehr behutsam. Ja, die macht mir Angst. Kannst du die Biere wieder öffnen? Ich hab's gerade gedacht. Ja. Sonst wird es noch warm. Ah! Blaubarschbubenbier. Blaubarschbube und Meerjungfrau Arsch. Hier wird doch nie mehr angestoßen, hier wird einfach geschüttet. Das ist so schön. Hick dich einfach selbst. Junge. Wo ist die andere Kiste schon weg? Ach, da. Ja, Bierkiste. Gute Besserung. Von Michel Roth. Nur ein Schwein trinkt allein. Das. Ich muss kosten. Ich muss scheißen. Ich muss pissen. Dann muss ich zum Ding. Ich gehe jetzt kurz pissen, noch die paar Minuten. Und flatulieren. Bitte nicht flatulieren. Wie es hier aussieht. Irgendwie ist ein geiler. 20.000 Viren auf dem PC. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Das habe ich extra gemacht, deswegen. Lange sind easy in deinem E-Net. Das habe ich mir letztens auch angeguckt. Das habe ich irgendwo gesehen, wo man, wo die sich über diese Lichtanlagen eingeschleust haben, weil die massive Sicherheitslücken aufweisen. Das ist echt krass. Deswegen steuere ich das auch etwas anders. Dann kommt das Review zum Massagegerät. Henry. Ich distanziere mich. Ausdrücklich. Kacke mit Reis, lass es dir schmecken. Geht ihr auf das Bierfestival in Leipzig Anfang September? In Leipzig, das bezweifle ich, aber mal gucken. Möglich ist es. Bierfestival klingt interessant. Wenn ich das überlebe, bis dann. Alter Darius, danke für die 5 Kettensägen. Vielen Master. Wie viel Sternburg hast du? 16 Dosen, glaube ich. Bedankt euch bitte, wenn ihr einen Sub von einem guten Mann geschenkt bekommen habt. Vielen Master, geliebter Onkel. Ja, der Mann heißt wirklich Kacke mit Reis. Das ist alles nicht so einfach. Wo ist der Absinth? Der Onkel ist, glaube ich, arbeiten. Alles in Ordnung? Hallo? Was machst denn du? Fick dich! Was? Hier wie die CDs. Schnürsenkel. Junge, als ob! Junge,
genau die Batterien, die ich brauche. Ey, ich scheiß mir ein. Kernseife. Adapter. Vielen, vielen Mastern für den Kram. Für was habe ich denn die Batterien eigentlich nochmal gebraucht? Für was habe ich denn vorhin die Batterien gebraucht? Habe ich jetzt eigentlich alles weggewischt? Ja. Das hat mich vorhin wirklich gebrochen. Ja, das war. Dass dieses Glas mit diesen Gammelwürsten runterfällt und dann wirklich noch ausläuft, Alter. Und dann, nee, war ich wirklich kurz vor der völligen Verzweiflung. Mann, ey. Die Melkmaschine. Nee, ich weiß es auch gar nicht. Ja, die Melkmaschine, ja, stimmt. Schmeckt cool, oder? Das ist nicht so für jeden Tag, ich glaub, aber... Ich glaube, das warm irgendwie anders in der... Also, ehrlich gesagt, angenehmer. Schick mir einen Adapter. Das ist viel Technik. Ja. Hast du einen Adapter? Nee. Nee. Was für ein Adapter überhaupt? Die Batterien? Oh Junge, ist das geil! Batterien kann ich wirklich sehr gut gebrauchen. Oh. Mein Verschleiß ist enorm. Oha. Junge, macht mich das gerade. Alter. Also ich hoffe mal, dass die noch voll sind. Die vielen Dank. Sind ja aber verschlossen. Wisst ihr? Hier freut sich das selbst. Klebt er wieder in seine Nachbarschaft rein. Wenn du da so einen Stapel bekommst, kann ich die haben, weil ich brauche auch ein paar kleine. Die habe ich da. Ach du, hier, Junge. Ja, das ist nochmal so ein Beutel. Wie siehst du dann? Die halt. Ja, geht steil. Weil ja, ich habe welche gebraucht für meine Lupe, die ich auch von dir habe. Lupe mit LED. Schick mir Lupe. Junge, das war wirklich einiges dabei, was ich ernsthaft hier gebrauchen kann. Sennheiser. Das sind die alle leer, die wir drin sind. Haben sich alle entladen. Das ist natürlich auch sehr schmackhaft. Das ist ein Anzeigeschild. Ich muss demnächst losmachen. Geil! 5 Minuten muss ich eigentlich losmachen. Ich habe das Originalzubehör wieder zusammengesammelt. Ich grüße eh bald. Du hast geschissen, du Schwein. Ich hab geflatuliert. Mir stinkt wirklich nach Tod und Verjauchung. Bah, ist das widerlich. Hallo, habt ihr verhungert? Junge, Darius, danke für den erneuten Sub. Das ist Gott segne dich, bra. Ich muss gleich los. Mieses Stück Scheiße. Wie spät ist es eigentlich? Fast 5. Ich muss bis um 6 Uhr was abholen. Ne? Ganz so, letzter Test. Aua. Test? Von der Melkmaschine. Ich werde mich erstmal direkt melken nach dem Stream. Das kannst du wissen. Massiv abmelken. Vielen Dank für die Batterien nochmal. Wirklich. Das macht mich echt glücklich. Die Melkmaschine wird sehr viele Batterien verbrauchen. Der Supra Busen. Ja, entmenschlich. Nee, der Mann kommt vom Bodensee. Vom Busensee. Nee, der Mann drückt mehr auf der Bank. Das ist wirklich. Junge, ich werde dich. Für die Entspannung. Mit Ilsebach entzogen. Junge! Das kann. Junge, ruhiger Wongel. 10 Subs. Alter. Das ist krank. Alter. Das kann. Das, sowas macht Spaß. Alter. Ich, wie gesagt, ich werde mich dann melken lassen davon. Ich werde. Nee, das ist. Da nehme ich auch kein Blatt mit, ich werde es einfach machen. Ja. Ich stecke ihn rein und komme. Im Strahl. So, Ruina, Alter. Dasselbe gilt auch für dich. Ich stecke ihn einfach in dich und komme im Strahl. Prost. Fickfotze. Oh. Ah. Vielen Master, Alter.
ein annehmlicher Tag wieder hier. Leider nichts so krasses Spannendes heute dabei gewesen, aber ich bin zufrieden. Bitte nicht jagen. Kacke mit Reis, einfach nur Adlersohn. Und das war wirklich. Also, es hat wirklich Freude gemacht. Es war schmackhaft. Ich schwitze zwar wie Sau, aber. Also, bis auf dieses. Gut, dass die Leute, die verstehen das ja vielleicht nicht, weil die nur das Geschrei hören und das, diese angewiderten Gesichter. Aber was hier teilweise drin war, hat so widerlich gestunken. Mhm. Und dann tropft das auch noch die ganze Bude voll. Und, oh. Wenn das nicht wäre, aber es gehört leider dazu. Das hat mich echt wahnsinnig gemacht. Das hat mich wirklich gebrochen. Gucken wir es, ja. Jens, nein, habe ich nicht. Wild, wild. Kampf, Alter. Junge, der Mobot, der sollte eine Ruine endlich mal in Ruhe lassen. Kann man nicht lassen. Junge, Bambus, Michel, danke für den Zug. Ich hab dich lieb. Ich gleichfalls. Es ist immer wieder ein Zuckerspiel, hier zu sein. Ich hoffe, du nimmst dir dann wirklich Unmengen von Lebensmitteln mit. Ja, ich stöber mal durch jetzt. Ich muss eh los. Heute ist Donnerstag, ja. Heute noch ein bisschen entspannt. Morgen Abend noch mal kurz durchdrehen. Live. Morgen Stream? Ja. Geil. Ab wann? Ab 8? Sowas, ja. Die Leute haben abgestimmt und irgendwie 20 Uhr ist für die meisten die beste Zeit zum Anfang. Das gleiche Bad überall. Vielen Dank, lieber K.O., das hätte nicht sein müssen. Gänsehaut. Nein, ich bin es schon gewohnt. Das ist nicht mehr ganz so wie am Anfang. Hier, ich noch finden, machst du mal das Schwein und seine Grüße und seine Steuerrückzahlung. Und wenn jemand ein Uhrenglied mit 24 mm hat, dann bitte mir zukommen lassen. Dann passt mir die Rolex. Bitte keine Glieder im Chat, danke. Ja, was ist los, Alter? Leider nein, Frau Angeldim. Basli, ich bin glücklich, danke. Nimm bitte keine Latten, nimm mir hier was. Nein, Great Kraut, ich lauf, ich fahre mit Vernunft. Du läufst mit Bahn. Ich fahre Bahn. Okay. Ich fahre die Bahn. Alles andere wäre nicht zulässig. Naja, das ist ja wirklich nicht gut. Dieser Hund, kennst du den? Ja, ich hab mal reingeguckt, ja. Ist so ein Ami, nicht? Ja, ich will den wirklich nackt sehen. Also der ist zwar meistens fast nackt, ja. Aber ich will den eigentlich mal richtig nackt sehen. Das ist echt. Eieiei. Kannst du endlich den Supra besamen? Ja, ich bin auf einem guten Weg dahin. Das sieht man nicht, weil das Auto weiß ist. Ja. Ja, mal. Echt. Kann ich dich selber reden? Junge. Zero El Mero, Alter. Ich scheiß mir ein. Omega Lul. Oh. Junge, gibt's auch noch? Kenn ich gar nicht. Das ist eine richtige Einstellung. Junge, der BVB. Tassos? Nee, der echte BVB. Junge. Alter, was zum Geier? Was ist denn das? Um diese Uhrzeit ist es sehr mystisch, die Welt. Die verliebten Augen von Max. Ja, ich schwelge hier gerade in Mumpitz. Likör in Reichweite. Ey, Junge. Junge, das ist... Ja, nee. Das... Was ist denn Tattoo-Mann, Pattaya? Alter. Weisheitszahn ist raus. Junge, was soll das? Gülleform, Alter. Junge, als ob. Natürlich. Kacke mit Reis, ich weiß nicht, von was du sprichst. Also, Chef, wer da nämlich gut. Von Kühn. Von Kühn, danke. Alter.
Oh, ich habe hier, glaube ich, ein bisschen geschweinert. Und jetzt ist der Mann offline. Oh, nee. Der hat eine Kackverbindung im wahrsten Sinne des Wortes. Lol. Ja, super. Ganz große Klasse. Junge, das bin ich. Lol. Diese ganzen Menschen, das ist einfach nur schön. Ich dachte gerade Montau mit 11 Zuschauern. Ein Ausflug zur Bushaltestelle, Ratskrone. Ah, das sieht eigentlich angemessen aus. Ja. Gleichen Schnauzer. Mit Stativ sogar. Der Mann hat ein Stativ an der Bushaltestelle stehen. Das ist ehrenwert. Das wäre eigentlich... Spendet für Suff und Fressen, danke. Doniert für Bier und Junkfood. Das ist eine Ansage. Wenn ich hier in jeden Supermarkt fahre, habe ich ja gar keine Freizeit mehr. Das ist auch sächsisch ein bisschen. Sachsen-Anhalt oder sowas. Der Browser heißt Opera GX. Schnaps hätte man sich heute mal einholen können, neu kleiden. Das ist sächsisch auf jeden Fall. Der Mann ist angemessen. Ja, das ist legitim. Aber ich muss sagen, so langsam fließt der Alkohol gut durch die Adern. Ich bin gut beruhigt. Ja, das machen wir. Das klingt, das ist gut, das klingt vernünftig. Das klingt verdammt vernünftig, Alter. Leute, wir sehen uns. Vielen Dank für die ganz netten Worte. Wir sehen uns auf jeden Fall jetzt öfter IRL. Ja. Ich sage jetzt keine konkreten Daten, aber auf jeden Fall. Die nächste Zeit. Innerhalb der nächsten Woche mindestens zweimal. Ich mache mir auch in der zweiten Hälfte der nächsten Woche, also ab Mittwoch, mal Gedanken, wo es alles so hingehen kann. Gucke ich mal so, was Flixbus-Tickets billig sind und so weiter. Ja, aber mal ein bisschen unterwegs. Und ja, vielleicht sehen wir uns auch nochmal eher. Und morgen bei diesem miesen Schwein im Stream? Abends. 20 Uhr. Tech. Weil wir immer nur Tech haben wollen. Ja, das ist das Beste, Bruder. Das ist das Beste. Das nimmst du dir auf jeden Fall mit. Für den frühen Morgen. Ja. Und jetzt viel Spaß beim Ratskrone. Der Mann hat eine Karriere vor sich, da bin ich mir ziemlich sicher. Der hat Blut im Alkohol. Ja. Danke für alles und auf Wiederfernsehen.